Dieses Video ist Teil 2 einer dreiteiligen Serie. Den Link zu Teil 1 findest du in der Beschreibung. Es gibt dieses Gerücht, vor allem in eher linksgerichteten Kreisen, dass die Türkei kurz davor war, die Nazis während des Zweiten Weltkriegs zu unterstützen, was einfach nicht wahr ist. Der Ursprung dieses Mythos ist die Sowjetunion und die sowjetische Propaganda. In stalinistischen Propagandafilmen werden die Türken oft als hinterhältige Intriganten dargestellt, die den Nazis im Hintergrund helfen, während sie vorgeben, neutral zu sein. Der Grund für diese offene Feindseligkeit der Sowjets ist jedoch recht einfach. Alle staatlichen Konstrukte erben die geopolitischen Ambitionen der Konstrukte, die sie ersetzen. Und die Sowjetunion ist da nicht anders. Genau wie ihr Vorgänger konnte sie nicht anders, als ein Verlangen nach Istanbul zu haben. Als die Sowjetunion zusammenbrach, enthüllten die Kreml-Archive, dass Stalin tatsächlich mit Hitler verhandelte, um in die Türkei einzumarschieren und sie mit ihm aufzuteilen, so wie sie es mit Polen getan hatten. Was Stalin nicht wusste, war, dass Hitler, als er diese Verhandlungen begann, bereits den Einmarsch in die Sowjetunion plante. Im Großen und Ganzen war der Zweite Weltkrieg für die Türkei ereignislos. Sie nahm zwar Scharen von jüdischen Flüchtlingen auf und bereitete sich auf eine mögliche Invasion vor, hatte aber im Großen und Ganzen anderes zu tun. Dann geschah jedoch etwas, das Jahre später für mehr Ärger sorgen sollte. Als Hitler in die Sowjetunion einmarschierte, gab es eine Gruppe türkischer Faschisten, die verkündete, dass die Türkei sich den Nazis anschließen und Zentralasien erobern müsse, um ein türkisches Reich für eine türkische Rasse zu schaffen. Diese Gruppe, angeführt von dem damals unbekannten Alparslan Türkes, wurden als ein Ärgernis und nichts weiter betrachtet. Atatürks Nachfolger, İsmet İnönü, schätzte diese Gruppe nicht und ließ sie zu mehrjähriger Zwangsarbeit verurteilen, um am Wiederaufbau der türkischen Gesellschaft zu arbeiten. Die anhaltenden sowjetischen Feindseligkeiten gegenüber der Republik führten aber dazu, dass die Regierung eine von Atatürks Änderungen am Staat aufgab. Sie gab die Neutralität auf und verbündete sich mit den Vereinigten Staaten und damit mit dem Westblock. Die Sowjetunion blockierte die Vorteile der anatolischen Geografie. Diese Geografie ist sehr einladend, um tiefere Verbindungen in den Balkan und die Schwarzmeerküste zu knüpfen. Rumänien zum Beispiel hat die Karpaten, die es vom europäischen Kernland trennen, und die große Entfernung von der Krim durch die russische Grenze gab demjenigen, der Anatolien bewohnte, die Möglichkeit, Macht über es auszuüben. Mit dem Kalten Krieg war diese potenzielle Einfluss- und Handelssphäre weg. Die Türkei musste sich nach externen Partnern umsehen und wählte die Vereinigten Staaten. Im Austausch für 2 Militärbasen auf türkischem Boden erhielt die türkische Armee massive finanzielle Hilfe und amerikanische Waffen. Die Türkei sollte das südliche Bollwerk gegen die Sowjetunion werden, und viele vergessen heute, dass die Türkei von den 1950ern bis in die 1980er Jahre das zweitgrößte und zweitstärkste Militär in der NATO hatte. Dies erhöhte die Macht des Militärs als politischer Kraft innerhalb des Staates. Atatürks Wirtschaftspolitik war hauptsächlich links ausgerichtet, und diese Politik wurde zu einem Eckpfeiler seiner Partei, der Republikanischen Volkspartei. In späteren Jahren leitete er Reformen innerhalb des Sozialsystems und der Wirtschaft des Landes ein, die die Republikanische Partei zu der säkularen, sozialdemokratischen Mitte-Links-Partei machen sollten, die sie heute ist. Organisierte Gewerkschaften, nationalisierte Industrien, staatlich subventionierte Wirtschaftsreformen in Landwirtschaft und Industrie, ein progressives Steuersystem sowie ein soziales Wohlfahrts- und Sicherheitsnetz. In der Türkei standen die 1940er Jahre im Zeichen der Umsetzung dieser sozialen und wirtschaftlichen Reformen, bis etwas dazwischen kam. Diese lästige Demokratie, die Atatürk erreichen wollte. Kommen wir zurück auf die bereits erwähnte Erziehungsdiktatur. Harald Neubert, welcher diesen Begriff geprägt hat, war ein Sozialist. Bevor du jetzt abschaltest, bleib doch bitte dran. Denn trotz aller politischen Einwände, die du gegen seine Überzeugung haben magst, war Harald Neubert tatsächlich an etwas dran. Er selbst wollte herausfinden, warum der Sozialismus im 20. Jahrhundert gescheitert ist, damit die Sozialisten des 21. Jahrhunderts daraus lernen können, um nicht wieder zu scheitern. Er schrieb: Die Diktatur der Klasse wurde zur Diktatur der Partei und schließlich zur Diktatur der Führung. Nach Marx hingegen sollte es die Macht der großen Mehrheit der Gesellschaft, des Proletariats sein. Unter diesen Bedingungen verloren die Sowjets ihre Bedeutung als ursprüngliche revolutionär-demokratische Machtorgane. Die Partei übernahm diese Funktion.
Unter Stalins Einfluss wurde der Marxismus zu einer interessengeleiteten Ideologie degradiert, deren Hauptzweck darin bestand, ihre praktische Politik mit pragmatischen Ansätzen und Fehlentscheidungen zu rechtfertigen. Die gegenwärtige Krise des traditionellen Marxismus-Leninismus besteht darin, dass er letztlich nur von begrenztem Nutzen war, um die Welt so wahrzunehmen, wie sie war und wie sie ist. Bei aller Pluralität ist es notwendig, Formen und Prinzipien der Konsensbildung in strategischen und programmatischen Fragen und zum Zwecke der Einheitsfähigkeit zu entwickeln. Was sollten die Prinzipien eines neuen Internationalismus im Gegensatz zur bisherigen kommunistischen Bewegung sein? Vor allem eine pluralistische Verfassung der internationalen Bewegung bzw. gemeinsamen linken Partei, Gleichheit und Autonomie der einzelnen Parteien, demokratische Konsensbildung, Offenheit, kritische Solidarität. Harald Neuberts politische Überzeugungen leiten sich aus einer historischen Analyse ab, die besagt, dass der Sozialismus nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nur wiederbelebt werden kann, wenn er die Diktatur, den Autoritarismus und die »Wir sind schlauer als du und wissen, was das Beste für dich ist« Haltung aufgibt. Man kann mit seinen politischen Überzeugungen nicht einverstanden sein, so viel man will, aber er hat mit den grundlegenden Ursachen des Zusammenbruchs der Sowjetunion recht. Und diese Ursachen lassen sich meiner Meinung nach auf viele Staaten zurückführen, die auf revolutionären Eliten und Revolutionen von oben nach unten aufgebaut sind. Schauen wir uns zum Beispiel die wachsenden Ressentiments und die zunehmende säkulare Einstellung der einfachen Iraner an, die sich gegen die erzwungene Religiosität ihres Regimes richten. Staaten, die auf Autoritarismus gegründet wurden, führen dieses Erbe fort, auch wenn sich die Demokratie wieder einnistet, wenn auch auf einer fragilen Basis. Als Beispiel dafür ist es kein Zufall, dass Griechenland die höchste Polizeibrutalität in Europa hat, da seine Polizei jahrzehntelang von verschiedenen Militärdiktaturen als brutales Werkzeug zur Unterdrückung von Dissidenten eingesetzt wurde. Die Menschen lehnen es ab, gezwungen zu werden, und die Art und Weise, wie Regierung, Staat und staatliche Institutionen zustande kommen und wie sie aufgebaut sind, hat die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, stark beeinflusst. Die strikte Säkularisierung der Türkei wurde im Großen und Ganzen erzwungen, und deshalb begannen die Menschen, besonders in den ländlichen, armen, konservativen Gemeinden, dies zunehmend abzulehnen. Aber anders als in der Sowjetunion musste die Demokratie schließlich kommen, wie Atatürk sie vor seinem Tod forderte. Und es gab eine wachsende Unzufriedenheit mit vielen Maßnahmen der Republikanischen Volkspartei, was 1946 zur Gründung der Demokratischen Partei führte, die von Adnan Menderes gegründet und geführt wurde, der heute oft als der erste Islamist bezeichnet wird. Was aber nicht wirklich stimmt, oder zumindest gibt es viel mehr Nuancen als nur das. Wenn die Leute das Wort Islamismus hören, denken sie oft an dies, oder das, oder jenes. Wenn ich das Wort höre, denke ich an dieses weite Feld unterschiedlicher politischer Interpretationen und Bewegungen, die versuchen, ihre politische Agenda und Autorität durch die islamische Religion zu rechtfertigen. Und der Islamismus in der Türkei ist ganz anders als der Islamismus im Iran oder der Islamismus in Saudi-Arabien oder sogar der Islamismus in Ägypten. Die Geschichte des türkischen Islamismus beginnt mit einem Mann namens Said Nursi, einem kurdischen Geistlichen in der Türkei, der während der jungtürkischen Ära Reformstücke über die Anpassung des Islams an ein modernes Zeitalter durch das, was er Wissenschaft für Theologen und Religion für Wissenschaftler nannte, schrieb. Er wurde Teil der jungtürkischen Regierung, geriet während des Ersten Weltkriegs in russische Gefangenschaft, entkam während der russischen Revolution und kehrte in die Türkei zurück. Während der Herrschaft Atatürks zog er sich in die Abgeschiedenheit der Berge Anatoliens zurück, um zu denken, zu schreiben und Ideen zu formulieren. Er wurde mehrmals vor Gericht gestellt, weil er versucht haben soll, die Republik zu untergraben. Er schrieb weiter und gründete die Nukuluk-Bewegung. Er glaubte, dass der Islam sich den Anforderungen einer modernen Welt anpassen und einige Zugeständnisse an demokratische Regierungsformen akzeptieren müsse, forderte aber weiterhin die Errichtung eines einheitlichen islamischen Staats unter der Scharia mit Mekka als Hauptstadt. Diese Bewegung und seine Schriften sollte die Grundlage bilden, aus der sich die modernen islamistischen Bewegungen der Türkei entwickeln sollten. Und Said Nursi unterstützte Adnan Menderes, als 1946 die ersten Wahlen anstanden. Der regierende Premierminister İnönü griff zu einem Trick, indem er die ersten Wahlen nur 2 Monate nach der Gründung der Demokratischen Partei abhielt, was ihm einen Sieg garantierte, da Menderes nicht rechtzeitig eine ausreichende Kampagne organisieren konnte.
Aber 4 Jahre später, bei der Wahl 1950, wurde Adnan Menderes der erste demokratisch gewählte Premierminister der Türkei. Menderes stammt aus einer wohlhabenden Familie von Landbesitzern in Ardin. Und ihn nur als Islamisten zu bezeichnen, ist eine falsche Beschreibung. Seine Opposition richtete sich hauptsächlich gegen die Wirtschaftspolitik der Republikanischen Partei. Er war an den meisten Punkten ein Verfechter einer konservativ-liberalen Wirtschaftspolitik, der Deregulierung der Wirtschaft, der Streichung von Subventionen, der Beschneidung des Vermögensstands, der Privatisierung der nationalen Industrien und der Abkehr von der staatlich gelenkten Planwirtschaft. Die Unterstützungsbasis seiner demokratischen Partei waren Großgrundbesitzer und die neuen, sich formierenden Industriellen und Geschäftsinhaber der neu geschaffenen städtischen und großstädtischen Gebiete. Die Vorstellung, dass Menderes ein Islamist war, rührt von seinen Wahlkampfversprechen her, die Ausübung des Islams in der Öffentlichkeit zu erlauben und ihm zu erlauben, wieder eine kulturelle Relevanz zu erlangen. In keiner Weise hat Menderes während seiner gesamten Amtszeit als Ministerpräsident die Trennung von Religion und Staat an sich in Frage gestellt. Er hob das Verbot des Gebetsrufs auf. Er erlaubte die Ausstrahlung religiöser Botschaften im Radio, die von Atatürk verboten worden war. Er führte Religion als Fach in den Lehrplan der Schulen ein, mit dem Vorbehalt, dass Eltern entscheiden konnten, es für ihr Kind abzulehnen, und erlaubte die Eröffnung religiöser Schulen und die strenge staatliche Aufsicht. Er hob auch das Verbot der Haltung zum Bau neuer Moscheen und Kirchen auf. Diese Veränderungen wurden unter dem Motto Rückkehr zum Islam vermarktet, waren aber keineswegs ein Versuch der Re-Islamisierung der Gesellschaft. Die Demokratische Partei hatte aus heutiger Sicht mehr mit konservativen Parteien auf der ganzen Welt gemeinsam. Liberale Wirtschaftspolitik, der Deregulierung, Kürzung von Sozialausgaben, in Kombination mit religiös-moralischen Untertönen. Seine Wirtschaftspolitik trug zunächst Früchte. Die Produktivität stieg, das Wirtschaftswachstum nahm zu und große Teile der türkischen Industrie wurden modernisiert. Dieser wirtschaftliche Erfolg modernisierte die türkische Wirtschaft in weiten Teilen und brachte mehr Kapital ins Land. Aber er säte auch die Saat für seinen Untergang. Seine Handelsabkommen und seine wirtschaftliche Modernisierungspolitik konzentrierten sich hauptsächlich auf den Agrarsektor. Er eröffnete Abkommen mit den Vereinigten Staaten, die den Import moderner amerikanischer landwirtschaftlicher Geräte wie Traktoren ermöglichten, um eine moderne landwirtschaftliche Massenproduktion aufzubauen, die sich nicht mehr auf die heimische Nahrungsmittelproduktion konzentrierte, sondern auf den Export enormer Mengen billigen Obstes und Gemüses nach Europa, die sich aber nur wenige türkische Bauern tatsächlich leisten konnten. Meist nur reiche Großgrundbesitzer wie Menderes selbst. Das Ergebnis war, dass Kleinbauern bankrott gingen und dann ihre kleinen Farmen an Großgrundbesitzer verkauften, die dann zu noch größeren Großgrundbesitzern wurden, die dann noch reicher wurden, indem sie ihre Produkte ins Ausland exportierten, was dann die inländischen Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen ließen, was dann dazu führte, dass die Einkommensungleichheit stieg und stieg, als Hunderttausende von arbeitslosen, bankrotten Bauern und Landarbeitern die Städte und städtische Gebiete auf der Suche nach Arbeit überschwemmten, von denen es kaum noch welche gab, was in Kombination mit der Tatsache, dass seine Regierung das soziale Sicherheitsnetz stark gestutzt hatte, ein soziopolitisches Umfeld schuf, das man als gigantischen Haufen Mist bezeichnen könnte. 70% der türkischen Bevölkerung waren Kleinbauern oder Nebenerwerbsarbeiter auf Großbetrieben gewesen und die allermeisten von ihnen wurden plötzlich entlassen. Diese überschwemmten die Städte in großen Slums, die Gecikondu genannt wurden, ein Begriff, der sich aus den türkischen Wörtern für Gece und Kondu zusammensetzt und so viel wie über Nacht gebaut bedeutet. Diese Slums waren absolut erbärmlich, gebaut mit dünnen Ziegelwänden oder sogar nur aus Lehm, ohne Heizung, ohne fließend Wasser, ohne sanitäre Anlagen. Kriminalität, Arbeitslosigkeit. Das Leben war einfach hart und erbärmlich für diejenigen, die an solchen Orten eingesperrt waren, wie im Istanbuler Vorort Qasim Pasha, der nur einen Steinwurf entfernt und in Sichtweite der wohlhabenden Stadtteile liegt. In Qasim Pasha verbrachte der Sohn einer solchen armen Familie, ein gewisser Recep Tayyip Erdogan, seine Kindheit damit, Postkarten zu verkaufen, regelmäßig von seinem Vater brutal verprügelt zu werden und davon zu träumen, ein Fußballspieler zu werden. Menderes hatte ein Riesenproblem, das er selbst verursacht hatte. Er war im Großen und Ganzen von armen Bauern gewählt worden, die er gewonnen hatte, indem er ihnen ihre Religion versprach und schenkte, und dann war er dazu übergegangen, die meisten von ihnen arbeitslos zu machen. 1955 war die Türkei in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt und er brauchte eine Lösung für dieses Problem und die Lösung, die er fand, war, Minderheiten zu beschuldigen.
Menderes nutzte die eskalierenden Spannungen zwischen Griechen und Türken auf Zypern, um unter den verarmten Menschen einen fremdenfeindlichen Mob zu schüren, der sich gegen Christen und Juden richtete. Auf dem Höhepunkt dieser Kampagne standen die Istanbuler Pogrome von 1955, bei denen wütende Mobs Dutzende von christlichen Kirchen, Stiftungen, Schulen sowie Synagogen und nichtmuslimische Friedhöfe in Brand setzten und verwüsteten. Große Teile der letzten Reste der griechischen Minderheit flohen nach Griechenland. 15 Menschen wurden getötet. Diese Wahlkampfstrategie, wenn man sie überhaupt so nennen kann, brachte ihm zwar die Wiederwahl, aber auch das wachsende Misstrauen der Armee ein, deren Generäle in diesem Aufwiegeln des religiösen Hasses und der Gewalt gegen Nichtmuslime, die sie buchstäblich mit dem Aufrollen von Panzern in Istanbul stoppen mussten, um die randalierenden Mobs aufzuhalten, einen schwerwiegenden Versuch sahen, die säkulären Institutionen des Staates zu untergraben. Sie waren auch zunehmend unzufrieden mit dem wirtschaftlichen Chaos und sahen seine wirtschaftlichen Deregulierungsreformen als massiven Misserfolg an. Während der zweiten Amtszeit Menderes verschlimmerte sich die Situation und die Arbeitslosigkeit stieg weiter an. Nun begann auch der von ihm aufgebaute städtische Mittelstand seine Arbeit zu verlieren und die Inflation schoss in die Höhe. Überall wurde er in Frage gestellt und die Opposition beäugte seinen Posten. Menderes reagierte, indem er die Kontrolle über den öffentlichen Rundfunk immer mehr an sich riss, ihn zu seinem Propagandainstrument machte, das ausschließlich Material zu seinen Gunsten ausstrahlte, mit staatlicher Repression gegen Oppositionelle und mit Polizeigewalt gegen Demonstranten sowie Zeitungen und Journalisten vorging, die es wagten, ihn zu kritisieren, und in einem Versuch, die Massen von arbeitslosen ehemaligen Landarbeitern zurückzugewinnen, die zuvor für ihn gestimmt hatten, versprach er, weitere säkuläre Einschränkungen des Islams aufzuheben. Das war der Zeitpunkt, an dem Menderes seinen letzten Fehler beging. Nachdem der Generalstabschef der Armee, General Kemal Gürsel, seinen Unmut über den zunehmenden Zustand des Landes geäußert hatte, entließ ihn Menderes und drohte der Armee als Beschützer der Republik die verfassungsmäßigen politischen Befugnisse zu entziehen, die ihn Atatürk gegeben hatte. Gürsel organisierte einen Putsch, der Menderes 1960 zu Fall brachte. Er wurde in einem Schauprozess wegen Untergrabung der Republik angeklagt und zum Tode verurteilt und mit mehreren seiner Minister gehängt. In einem grausamen Spektakel ließ die Armee Bilder von seinem Körper machen, während er am Galgen hing, um sie in türkischen Zeitungen zu veröffentlichen. Es gibt viele Videos von Idioten, aber auch von Leuten, die es besser wissen sollten, die behaupten, dass alle Militärputsche in der Türkei stattfanden, um gegen Islamisten vorzugehen. Aber das ist einfach nicht wahr, vor allem nicht für die späteren Putsche. Aber bei diesem hier ist es wert, darauf hinzuweisen, dass die Gründe nicht so einfach festzumachen sind. Man könnte die Aufhebung der Religionsbeschränkung dafür verantwortlich machen, aber diese Aufhebung der Beschränkung waren minimal und stellten die säkulare Natur der Republik nicht in Frage. Genauso gut könnte man die katastrophalen Folgen einer übereifrigen liberalen Wirtschaftspolitik der Deregulierung anlasten. Man könnte die Schuld auf die Fremdenfeindlichkeit von Menderes schieben, die ihm die Wiederwahl sicherte, aber den zunehmenden Despotismus förderte. Aber man könnte auch die Schuld darauf schieben, dass er versuchte, die Armee unter die Macht einer zivilen Regierung zu stellen. Oder vielleicht ist es eine Kombination all dieser Gründe. Ein halbes Jahrhundert später wurden die Überreste von Menderes exhumiert, um in einem anständigen Grab beigesetzt zu werden. Und eine Generation von islamistischen Politikern schrieb einen Großteil seiner Geschichte um, wobei sie meist all die hässlichen Teile wegließen und ihn zu einem Märtyrer der Demokratie verklärten. Es gibt jedoch ein wichtiges und verbleibendes Vermächtnis der Regierung Menderes, etwas, das man eine Politik der Rache nennen könnte. Menderes hatte die Macht, die er als Premierminister hatte, schamlos missbraucht, um Zeitungen zu schließen, gegen die Opposition vorzugehen, soweit er damit durchkam, und den öffentlichen Rundfunk für seine eigene Propaganda zu nutzen. Er war kein Diktator, aber mit abnehmender Popularität wurde er zunehmend despotisch. Von diesem Moment an taten fast alle Premierminister, die ihm folgen sollten, dasselbe. Die Institutionen des Regierens, die eigentlich unparteiisch sein sollten, würden zunehmend dazu benutzt werden, Rache an politischen Gegnern zu üben, die Presse zum Schweigen zu bringen und Propaganda zu verbreiten, egal welche Partei gerade das Sagen hatte. Die Türkei hatte mehrere Militärputsche in ihrer Geschichte. Aber eine oft übersehene Tatsache ist, dass die Armee nie die Kontrolle über die Staatsangelegenheiten aufgab. Die Generäle unterzogen sich immer der gleichen Zeremonie, fast so als gäbe es eine Reihe von staatlichen Protokollen für die Durchführung eines Putsches. Sie verhafteten alle Mitglieder der Regierung
übernahmen die Kontrolle über alle Regierungsinstitutionen und versammelten sich dann im Atatürk-Mausoleum in Ankara, um zu salutieren und sich vor seinem Grab zu verbeugen, um zu verkünden, dass sein Erbe wiederhergestellt sei. Dann übergaben sie die Regierungsgewalt, immer in einer Wahl, an eine zivile Regierung. Die Verfassung nach dem Putsch von 1961 gilt weiterhin als die demokratischste Verfassung, die das Land je hatte, da sie als erste die Gewalten innerhalb der Republik trennte und das Recht auf Protest und das Streikrecht zu verfassungsmäßig geschützten Rechten machte. Aber auch das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Putsch im Jahr zuvor deutlich gemacht hatte, dass die Armee eine enorme Macht über den Staat hatte. Nachfolgende Regierungen erhöhten kontinuierlich die Gehälter der Generäle, in der Hoffnung, einen Putsch zu vermeiden. Das Militärbudget stieg und stieg, um die Armee zu besänftigen, aber nicht alles davon floss tatsächlich in den Kauf von militärischer Ausrüstung oder die Modernisierung der Armee. In den 1970er Jahren wurde der Pensionsfonds der türkischen Armee, OYAK, zu einer der mächtigsten Wirtschaftsinstitutionen des Landes, mit Investitionen in 60 großen Unternehmen in Sektoren wie Banken, Stahlwerke, Bergbau und Energie mit jährlichen Gewinnspannen von bis zu $1 Milliarde. Dies gab der türkischen Armee, die offiziell aus der Wirtschaftspolitik herausgehalten werden sollte, einen gewissen Einfluss innerhalb der Wirtschaft. Die Armee nahm auch keine der religiösen Liberalisierungen zurück, die Menderes durchgeführt hatte, wohl in der Hoffnung, dass mit dieser Maßnahme die religiösen Bedürfnisse der konservativen Bevölkerung befriedigt würden und keine weiteren Forderungen nach Lockerungen der Einschränkung der Religion gestellt würden. Die Wahl von 1961 brachte dann die Republikaner wieder an die Macht, aber sie verloren die nächste Wahl an die Gerechtigkeitspartei, die im Grunde nur die Reinkarnation der Demokratischen Partei war. Dies gab den Ton für eine bestimmende politische Zweiteilung der türkischen Republik für die kommenden Jahrzehnte an, die zwei politischen Hauptkräfte des Landes, eine westliche Küstenlinie mit wohlhabenderen Städten und urbanen Gebieten, die wirtschaftlich auf den Industriesektor, den Dienstleistungssektor und den Tourismus ausgerichtet war, die säkulär, politisch liberal und linksorientiert war, und das östliche anatolische Land. Die Wirtschaft dort drehte sich hauptsächlich um Landwirtschaft und Bergbau, sie war sehr religiös, politisch rechts und konservativ. Die 1960er Jahre würden auch ein weiteres Kapitel in der türkischen Geschichte einleiten, das die eigene und fremde Gesellschaft maßgeblich umgestalten würde. Die Anwerbepolitik. Während die türkische Wirtschaft in Aufruhr war, boomte die deutsche Wirtschaft. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es einfach mehr Arbeitsplätze als Deutsche, was zu einer deutschen Politik der Öffnung für ausländische Arbeitskräfte innerhalb der deutschen Wirtschaft führte. Zwischen den 1950er Jahren und 1973 importierte Deutschland Hunderttausende Spanier, Italiener, Griechen und Türken, um als Arbeiter in der deutschen Industrie tätig zu sein. Für die türkische Regierung war dies von Vorteil. Sie konnte ihre Arbeitslosen ins Ausland schicken und dadurch die Arbeitslosenquote im eigenen Land senken. Sie glaubten auch, dass diese Arbeiter nach 5 bis 10 Jahren als ausgebildete Mechaniker und Ingenieure nach Hause zurückkehren würden, um der türkischen Wirtschaft zu helfen. Das taten einige Hunderttausend, aber weder Deutschland noch die Türkei rechneten damit, dass einige Hunderttausend auch in Deutschland bleiben und Teil des deutschen sozialen Gefüges werden würden, wodurch die deutsche und die türkische Kultur und Gesellschaft enger zusammenwachsen würden. Die türkische Gesellschaft im Allgemeinen hatte einige dramatische Veränderungen durchgemacht, als die erste Generation der in der Republik geborenen Bürger das Erwachsenenalter erreichte. Höher gebildet, selbstbewusster in Bezug auf politische Überzeugung und Glauben und bereit, dies zu äußern. 555K war der Name einer Protestbewegung gegen Menderes, die dieser versucht hatte zu verbieten. Die Türken waren nun willig und bereit, auf die Straße zu gehen und gegen das zu protestieren, was sie als soziale Ungerechtigkeit empfanden. Was sich in der Folge entwickelte, war eine zunehmend pluralistische Gesellschaft. Aber lass uns nicht Pluralismus mit Vielfalt verwechseln. Diversität als politischer Begriff taucht erst seit kurzem als Beschreibung und Maß für die Vielzahl unterschiedlicher kultureller und religiöser Hintergründe innerhalb einer Gesellschaft auf. Pluralismus hingegen ist die Existenz einer Vielzahl konkurrierender politischer Überzeugung innerhalb eines sozialen Rahmens, der es allen erlaubt, sich gleichermaßen auszudrücken. Dieser Pluralismus ist für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft unabdingbar, wie sich besonders im liberalen Westen zunehmend gezeigt hat. Gewerkschaften, Studentenorganisationen, öffentlicher politischer Diskurs. Die türkische Gesellschaft wurde in den 1960er Jahren zunehmend politisch aktiver.
Während sich der Westen kulturell und politisch stärker mit Europa verbunden fühlte, sah sich der Osten als abgeschnitten und zurückgelassen. Gerhard Schweitzer schreibt in seinem Buch »Die Türkei verstehen« über eine Gesellschaft in Ostanatolien, die sich darüber ärgerte, dass niemand mehr Arabisch sprach, die sich als abgeschnitten vom arabisch-islamischen Kulturkreis sah, dem sie angehören wollte. Ein Land, in dem die Menschen in die Moscheen gingen, um sich arabische Predigten anzuhören, obwohl keiner von ihnen mehr Arabisch sprach. Ein Land, in dem die gläubigsten Muslime den gesamten Koran auf Arabisch auswendig lernten, obwohl sie es nicht einmal sprachen und daher nicht einmal die Bedeutung dessen kannten, was sie auswendig gelernt hatten. Atatürks Republik brachte in ihren ersten 20 Jahren eine Generation hervor, die sich als modern und als Teil der westlichen Welt in eine globalere Politik eingebunden sah, aber sie brachte auch eine Generation hervor, die sich gegen ihren Willen von ihrer kulturellen Heimat und Sphäre getrennt sah. Der Pluralismus mag im Westen angekommen sein, aber nicht im Osten, wo sich die religiösen Konservativen zunehmend an den Rand gedrängt und aus dem weiteren gesellschaftspolitischen und kulturellen Gespräch ausgeschlossen sahen. Und dann flog alles in die Luft. Und es geschah dort, wo man es wahrscheinlich nicht erwartet hatte. Das Jahr 1968 mit all seinen Unruhen und Protesten rund um die Welt schlug in der Türkei ein wie eine Bombe. Studenten und linke Arbeiter randalisierten in den Straßen Istanbuls, marxistische Pamphlete, Zeitungen und anderes Material waren weit verbreitet und obwohl die kommunistische Partei offiziell verboten war, gab es einfach zu viele, als dass die Polizei sie verhaften konnte. Die Spannungen eskalierten, als die US-amerikanische 6. Flotte in Istanbul stationiert wurde. Eine Gruppe linksradikaler Studenten entführte Familienmitglieder der in der Türkei stationierten US-Soldaten. Dies in Verbindung mit dem anhaltenden wirtschaftlichen Niedergang gab der türkischen Armee einen neuen Anlass für einen Putsch. Die Armee stürzte die Regierung, verhaftete die Studentenführer und ließ mehrere von ihnen hängen, was aber anders als beim letzten Mal nicht zur Beruhigung der Lage beitrug. Die Studenten hatten nun Märtyrer und die 1970er Jahre sollten zu einem Jahrzehnt brutaler Gewalt und beinahe eines Bürgerkriegs werden. Und auch ein anderer Konflikt flammte in den frühen 1970ern wieder auf. Griechenland war in den Jahren zuvor von einer faschistischen Militärjunta regiert worden, die als die Herrschaft der drei Obristen bekannt war. Während der letzten Jahrzehnte hatte die Regierung in Griechenland zwischen verschiedenen rechtsextremen Führern gewechselt und die faschistische Junta von 1974 war wahrscheinlich eine der meistgehassten Regierungen, die Griechenland je hatte. Sie war extrem autoritär, inhaftierte Menschen für die geringsten Vergehen, war völlig paranoid gegenüber der Gesellschaft, die ihre Herrschaft herausforderte, und griff zu extremen Maßnahmen, die so weit gingen, dass sie öffentliches Tanzen und Musik verbot und sogar griechische Musiker ins Exil schickte. Und als die Griechen gegen ihr Regime protestierten, wie die Studenten am Polytechnikum in Athen, überrollte das Regime sie mit Panzern. Der einzige Grund, warum dieses Regime an der Macht war und der einzige Grund, warum die Menschen in Griechenland es noch irgendwie tolerierten, war, weil es behauptete, das einzige Regime zu sein, das einen Krieg gegen die Türken gewinnen konnte. Es ist heute leicht zu vergessen, dass die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die frühen 2000er Jahre eher mit der Beziehung zwischen Pakistan und Indien oder Israel und dem Iran vergleichbar war, als mit etwas anderem. Die beiden schienen fast ständig am Rande eines Krieges zu stehen und ein beträchtlicher Teil dieses Konflikts drehte sich um die Insel Zypern vor der Küste Südanatoliens, deren Bevölkerung zu einem Drittel türkisch und zu zwei Dritteln griechisch ist. Da die Insel einst Teil des britischen Empires war und die Briten fast jede Dekolonisation, die sie durchführten, vermasselten, wurde der Ort in den 1950er Jahren in einem Chaos hinterlassen, das zu einem Konflikt zwischen den Türken und Griechen führte. Das zog beide Länder in diesen Konflikt hinein, mit einem Krieg um Zypern, den die Türken gewannen und den Norden der Insel besetzten, was eine solche Blamage für die griechische faschistische Junta war, deren einzige Rechtfertigung für ihre Existenz darin bestand, dass sie behauptete, die einzigen zu sein, die die Türken im Krieg schlagen konnten, dass sie in einer einzigen Nacht vom griechischen Volk gestürzt wurden, das genug von ihnen hatte. Diese Ereignisse mögen dir irrelevant erscheinen, aber sie wurden 30 Jahre später von entscheidender Bedeutung. Als die Türkei in den späten 1980er Jahren versuchte, der Europäischen Union beizutreten, war das Einzige, was ihr im Weg stand, Zypern. Und solange die Türkei sich nicht aus Zypern heraushält, wird sie nie der Europäischen Union beitreten. Währenddessen scheinen in der Türkei selbst die Dinge komplett auseinanderzufallen. 1965 zogen zwei neue politische Kräfte in das türkische Parlament ein. Die MHP,
mit 2,2%, die türkische kommunistische Partei mit 5% und die sozialistische türkische Arbeiterpartei gewann 3%. Zusammen machten diese drei kaum 10% der nationalen Unterstützung aus, aber sie würden dennoch die 1970er Jahre dominieren. Die MHP war die Partei des bereits erwähnten Alparslan Türkes. Sie kombinierte verschiedene Elemente ethnonationalistischer Ansichten mit einer islamisch-religiös-konservativen Sozialdoktrin zu einer islamofaschistischen Bewegung. Auch wenn du höchstwahrscheinlich noch nie etwas von den türkischen Rechtsextremen gehört hast, hast du wahrscheinlich dennoch von einigen ihrer Taten gehört oder bist einigen ihrer Symbole begegnet. Zum Beispiel war Mehmet Ali Aka, der 1981 ein Attentat auf den Papst verübte, ein Mitglied der Grauen Wölfe, einer rechtsextremen türkischen Jugendorganisation, die eng mit der MHP verbunden ist. Wölfe, insbesondere Wolfsmütter, sind heilige Tiere in der alten nomadischen türkischen Mythologie, wo Wölfe nomadischen Armeen zum Sieg über die Chinesen verhalfen. Diese Bewegung kombinierte verschiedene Aspekte der türkischen kulturellen, historischen und mythischen Identitäten zu etwas, das, ich bin mir nicht ganz sicher. Faschistische Bewegungen im Allgemeinen haben diese seltsame Angewohnheit, das Mystische mit der Realität zu vermischen und so ein seltsames Sammelsurium politischer Identitäten aus Widersprüchen zu schaffen. Der Kommunismus in der Türkei, wie der Kommunismus überall, ist nicht so populär, wie die Kommunisten es gerne glauben. Also griffen sie zu Gewalt und Aufruhr. Die Rechtsextremen merkten auch, dass sie nie wirklich eine Chance bekommen würden, an der Regierung zu sein, also griffen sie ebenfalls zur Gewalt. Das Ergebnis war, dass die 1970er Jahre von ständigen Terroranschlägen und Gewalt durch extremistische Elemente der extremen Rechten und der extremen Linken dominiert wurden, die von 1975 bis 1980 bis zu 5000 Menschen das Leben kosten sollten. Rechtsextremisten griffen Alawiten, Kurden, Christen, Juden und linke Institutionen an, worauf die extreme Linke mit Angriffen auf den Staat, Politiker, die Armee und die extreme Rechte reagierte. Innerhalb dieses Chaos ragen zwei Ereignisse als prägender Moment der modernen Türkei heraus. Das Taksim-Massaker und das Maras-Massaker. Vor all diesen Jahrzehnten, nach dem ersten Versuch Atatürk zu stürzen, war die traditionelle Arbeiterparade am 1. Mai verboten worden, aber 1975 wurde sie wieder legalisiert, was die türkische Linke nutzte, indem sie massive Paraden mit Hunderttausenden ihrer Anhänger in Istanbul organisierte. Als die Parade den Taksim-Platz erreichte, schossen unbekannte Rechtsterroristen mit Maschinengewehren in die Menschenmenge. In dem daraus resultierenden Chaos wurden Dutzende getötet und Hunderte verletzt. Niemand wurde jemals verhaftet oder für diesen Angriff vor Gericht gestellt, und der Taksim-Platz wurde seitdem zu einem Symbol für linke Türken, wo sie sich traditionell versammelten, um zu protestieren. In Maras gaben nach mehreren linksterroristischen Anschlägen rechtsextreme Politiker der lokalen alawitischen Bevölkerung die Schuld. Die Spannungen zwischen den Gemeinden der Stadt stiegen und stiegen bis zur Nacht des 23. Dezember 1978, als eine Gruppe unbekannter Männer durch die Stadt zog und die Häuser der Alawiten mit roter Farbe markierte. In den nächsten Tagen zogen angestachelt von Imamen, die gegen die Ungläubigen gehetzt hatten, Menschenmassen durch die Straßen, setzten die Häuser in Brand, zerrten die Menschen heraus und töteten sie, während der Staat nichts unternahm, um das Ganze zu stoppen. Die Alawiten sind eine Religionsgemeinschaft, die im 7. Jahrhundert in Bagdad entstanden ist. Der Name stammt von Muhammads Cousin Ali, den die schiitischen Muslime als Märtyrer und rechtmäßigen Kalifen verehren, der durch Verrat abgelehnt wurde. Die Alawiten verehren Ali als den Propheten nach Mohammed. Sie lehnen die Scharia und die meisten Texte des Korans nach Mohammed als von Kriegsherren verfälscht ab. Ihre religiösen Predigten stammen von Gemeindeführern, die religiöse Predigten mündlich und nicht schriftlich überliefern. Sie sehen vorislamische Propheten wie Jesus auf einer Stufe mit Mohammed. Sie haben christliche und jüdische religiöse Praktiken übernommen, wie zum Beispiel das Feiern von Weihnachten. Und sie haben sogar religiöse Rituale, die das Trinken von Wein beinhalten. Und das Trinken von Alkohol ist für Alawiten nicht verboten. Wie du dir vorstellen kannst, ist all dies für die meisten Muslime nichts anderes als extremste Ketzerei. Und folglich verbrachten die Alawiten den größten Teil ihrer gesamten Existenz als Gemeinschaft damit, verfolgt und geschmäht zu werden. Offen ihren Glauben zu praktizieren, war gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Unter Atatürks Republik blühten die Alawiten als Gemeinschaft auf und traten endlich in die Öffentlichkeit hinaus. Die Alawiten durften ihren Glauben frei ausüben, und viele wurden zu großen Bewunderern von Atatürk und seinen Reformen.
Doch in den 1970er Jahren begann der alte Hass wieder einzukehren, der vor allem von den Rechtsextremen und Religiösen bis heute wieder geschürt wird. Die Gewalt eskalierte über mehrere Jahrzehnte hinweg immer mehr. Morde zwischen radikalen Gruppen wurden zur täglichen Routine, und als sich die 1970er Jahre dem Ende zuneigten, schien es, als stünde das Land kurz vor einem Bürgerkrieg. 1980 führte General Evren Kenan dann einen weiteren Militärputsch durch. Die Öffentlichkeit jubelte zunächst der Armee zu, doch was dann geschah, sollte die türkische Gesellschaft tief erschüttern. Die Armee übernahm die Kontrolle über die Gerichte und die Exekutive und startete eine massive Säuberungsaktion. Unter dem Vorwand, die Gesellschaft vom Kommunismus zu säubern, wurden Zehntausende von Türken verhaftet, gefoltert und Tausende wurden getötet oder verschwanden. Linksgerichtete Parteien wurden verboten, Kulturzentren geschlossen, Philosophie- und Politikkurse wurden aus den Universitäten des Landes verbannt. Die Auseinandersetzung mit Politik wurde an allen Bildungseinrichtungen verboten, Dutzende von Gefängnissen wurden gebaut, um die Tausenden von verhafteten Bürgern hineinzustopfen. Gewerkschaften wurden verboten, organisierte Arbeiterbewegungen gewaltsam zerschlagen, der Konflikt mit den Kurden flammte mit dem harten Durchgreifen der Armee zu einem ausgewachsenen Krieg auf und markierte den Beginn des türkisch-kurdischen Krieges, der bis heute andauert. General Kenan war ein Symptom seiner Zeit. Ähnliche Dinge geschahen zur gleichen Zeit in Argentinien und Chile, und in vielerlei Hinsicht war Evren Kenan der Pinochet der Türkei, als er verkündete, den Kommunismus in der Türkei für immer auszurotten. Die Wellen von Verhaftung, Folter und staatlichen Tötungen, die er absegnete, zielten auf weit mehr Menschen aus allen Lebensbereichen, quer durch die politische Mitte. Menschen wurden verhaftet und gefoltert, nur weil sie ausländische Bücher und Zeitschriften kauften, die das Regime als subversiv ansah. Und bis heute protestieren die Mütter der zwischen 1980 und 1982 Verschwundenen jedes Wochenende und verlangen zu erfahren, was mit ihren Kindern geschehen ist. 2014 musste sich General Evren Kenan schließlich vor Gericht für seine Taten verantworten, und auch wenn einige in der extremen Rechten ihn bis heute loben mögen, sehen die meisten Türken in ihm einen Schlechter und Massenmörder. Als gefoltert und gemordet wurde, standen die Generäle und Obersten der Armee vor einem Problem. Wie kann man den Kommunismus ausrotten? Der Kommunismus ist eine Idee, und selbst wenn man alle tötet, die diese Überzeugung vertreten, wer kann sagen, dass sie nicht in den Köpfen anderer Menschen wieder auftauchen? Die Armee brauchte einen Verbündeten, eine neue Reihe von Ideen, etwas, mit dem sie den Kommunismus in den Herzen und Köpfen der Menschen bekämpfen konnte, und es war dann, auf der Suche nach diesen Verbündeten, dass die Generäle eine Entscheidung trafen, die Jahrzehnte später zu ihrem Untergang führen sollte. Sie gingen in die Moschee. Für die meisten sind die 1970er Jahre ein markantes Jahrzehnt in der westlichen Hemisphäre. Man assoziiert sie mit korrupten Politikern, wirtschaftlichem Niedergang, dem Vietnamkrieg, dem Ende des Faschismus, Heroin und Musik, die man bestenfalls als ausgelesenen Geschmack bezeichnen könnte. Doch die 1970er Jahre stehen auch für einen bedeutenden gesellschaftspolitischen Wandel auf globaler Ebene. Die vorangegangenen Jahrzehnte waren Jahrzehnte des linken Aufbegehrens, der Revolution in Kultur, Politik und Wirtschaft und der Infragestellung traditioneller gesellschaftlicher Normen, die 1968 ihren Höhepunkt erreichten. Im Vergleich dazu waren die 1970er Jahre, insbesondere das Jahr 1979, die Jahre der konservativen Gegenrevolution, die zu den neuen konservativen Bewegungen der 1980er Jahre führten, die in gewisser Weise bis heute andauern. Die Wahl von Margaret Thatcher, die Präsidentschaftskampagne von Ronald Reagan und die Wahl Helmut Kohls trieb eine konservative, marktliberale Revolution in weiten Teilen Europas und Nordamerikas voran. Papst Johannes Paul II. Besuchte Polen, was sich als ein wesentlicher Nagel im Sarg des Kommunismus herausstellen sollte, da die Sowjetunion in eine Ära der Stagnation fiel. Eine ganze Reihe von Militärdiktaturen in Lateinamerika, die den verschiedenen sozialistischen südamerikanischen Experimenten der 50er und 60er Jahre ein plötzliches und gewaltsames Ende bereiteten. Es kam zum Sturz verschiedener sozialistischer afrikanischer Regime durch rechte Generäle, die eine Ära korrupter nationalistischer Diktatoren von Kongo über Äquatorialguinea, Uganda, Togo bis Äthiopien einleiteten. Der Aufstieg von Hosni Mubarak in Ägypten, der die arabisch-sozialistischen Experimente seiner Vorgänger beenden würde,
der Nordafrika mit dem brutalen marokkanischen Regime unter Hassan II. Zusammenfiel, das Massenverhaftung, Folter und Hinrichtung durchführte, mit der Absicht, das Land von allen linksgerichteten politischen Gedankengut zu säubern, sowie dem Aufbau eines zunehmend brutalen und korrupten Polizeistaats in Tunesien unter seinem Sicherheitsminister Ben Ali, der durch seine Zuständigkeit für die Geheimpolizei de facto der Herrscher von Tunesien war, lange bevor er Premierminister wurde. Der Aufstieg von Deng Xiaoping als Chef der Kommunistischen Partei Chinas, der die Liberalisierung der Märkte, Privatisierung in der Wirtschaft und die Distanzierung von der revolutionären sozialistischen marxistischen Doktrin mit sich brachte, mit einer Rückkehr zu traditionelleren chinesischen sozialen und familiären Werten. Ähnlich wie in weiten Teilen Lateinamerikas und Afrikas fielen auch viele südostasiatische Länder in die Hände brutaler rechter Machthaber, während in Pakistan der Militärdiktator Zia-ul-Haq ein soziales Experiment der umfassenden Islamisierung startete, das weitreichende Folgen haben sollte. Nur eine Handvoll Länder stemmten sich gegen diesen globalen Trend, indem sie dezidiert linke Führungspersönlichkeiten wählten. Und auch der Nahe Osten war im Begriff, einen massiven Wandel zu einem konservativeren Ort zu vollziehen. Wenn wir heute an den Nahen Osten denken, denken wir an eine Region religiöser Fanatiker. Ein Ort, an dem der Islam das Leben der Menschen beherrscht, an dem demokratische Werte nicht wirklich existieren, ein Ort, an dem Säkularismus ein Hirngespinst ist und religiös begründete Bigotterie weit verbreitet ist. Aber das war nicht immer der Fall. Als die Kolonialherrschaft zusammenbrach, machten sich die Völker des Nahen Ostens auf die Reise, um zu bestimmen, wer sie sind. Und viele dieser Reisen erfolgten, indem sie die alte Welt mit ihren alten Wegen verließen. Die Sanat 53. كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرح. كل واحدة تمشي. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. و أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لأ، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ، أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت مش قادر تلبس إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرح، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفسك؟ Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser war die herausragende Führungspersönlichkeit im postkolonialen Nahen Osten. Seine Lösung, wohin die Araber nach dem Ende des Kalifats und des Kolonialismus gehen sollten, war der Sozialismus. Viele andere waren anderer Meinung. Einige versuchten es mit Nationalismus, andere mit konstitutioneller Monarchie, aber die meisten waren sich über Modernisierung und Offenheit einig. In vielerlei Hinsicht versuchten viele Atatürk zu kopieren, von Ägypten über den Sudan und den Jemen bis hin zu Saudi-Arabien und dem Iran. Heute wird der Nahe Osten oft mit religiös inspiriertem Terrorismus, verschleierten Frauen, bärtigen religiösen Spinnern, religiöser Bigotterie und einem Ort, den man meiden sollte, wenn man schwul ist, assoziiert. Aber das war vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders. Beirut war bekannt als das Paris des Nahen Ostens, für seine Nachtclubs, Bars, Theater und sogar für seine schwulen Bars.
In Bagdad gab es einmal keine verschleierten Frauen. In Saudi-Arabien gab es Mädchenschulen. Der Iran war einst eine der säkularsten Nationen des Nahen Ostens. Afghanistan war eines der Lieblingsreiseziele der Hippies und berühmt für sein hochwertiges Cannabis. Und Ägypten war bekannt für seine Filmstars und Nachtclubs. Von den 1940er bis 1960er Jahren versuchte ein Großteil des Nahen Ostens, sich radikal neu zu definieren. Und dann brach all das in sich zusammen. Und wie bei allen Dingen in der Geschichte gibt es nicht nur einen Grund dafür, sondern mehrere. Der arabische Nationalismus wurde während des Sechstagekriegs gedemütigt und verlor all seinen Glanz und Glamour. Der arabische Sozialismus endete in wirtschaftlichem Versagen und Stagnation. Konstitutionelle Monarchen entpuppten sich als autoritäre Monarchen, die ihr Volk brutal in die Unterwerfung zwangen. Die nationale Einheit wich religiösem Sektierertum und Tribalismus, als verschiedene ethnische und religiöse Gruppen gegeneinander ausgespielt wurden. Es gibt 8 Ereignisse, die besonders hervorstechen, da sie zeigen, wohin der Nahe Osten als nächstes gehen würde. 1970 führte Hafiz al-Assad die Säuberung der politischen Elite des Landes an, gab den vorherigen sozialistischen Kurs des Landes auf und konsolidierte die Macht innerhalb einer kleinen sektiererischen Elite von Alawiten und einer sektiererischen Allianz mit Schiiten gegen Sunniten. Im Jahr 1975 wurde König Faisal von Saudi-Arabien, der ein umfangreiches Programm zur Modernisierung Saudi-Arabiens vorangetrieben hatte, von einem Islamisten ermordet. Der Grund dafür war, dass der König das Fernsehen legalisiert hatte und gegen islamische Proteste gegen die Modernisierung vorging, was der Attentäter als ketzerisch ansah. Ebenfalls 1975 brach ein Bürgerkrieg zwischen den verschiedenen religiösen und ethnischen Gruppen des Libanon aus, der zu einem Zusammenbruch des multikulturellen sozialen Zusammenhalts führte, an dessen Ende sektiererische religiöse Gruppen und Fundamentalisten die Macht ergriffen. 1976 führte Zia al-Haq einen Putsch gegen die sozialistische Regierung Pakistans an, errichtete eine Militärdiktatur und startete ein umfangreiches Programm zur Islamisierung der Gesellschaft, in dem er wahhabitische Fanatiker aus arabischen Ländern importierte. 1979 besetzte eine Gruppe bewaffneter Islamisten die große Moschee in Mekka und hielt Tausende von Geiseln fest, während sie die Rückkehr zum islamischen Recht, die Unterwerfung der Ungläubigen und die Abschaffung des Fernsehens forderten. Ebenfalls 1979 wurde das brutale Regime des iranischen Schahs durch einen Volksaufstand beendet, der zum Aufstieg eines islamischen Staates führen sollte. Ebenfalls 1979 organisierte der irakische Vizepräsident Saddam Hussein, ähnlich wie in Syrien zu Beginn des Jahrzehnts, einen Putsch und eine Säuberung, die die Macht innerhalb seines inneren Kreises eines sunnitisch-muslimischen Clans festigte, was zu einer Erosion des Säkularismus und zunehmendem Sektierertum führen sollte. 1981 wurde der letzte Führer der arabischen sozialistischen Ära, der ägyptische Präsident Anwar al-Sadat, von einer Gruppe von Islamisten als Strafe für seine Zustimmung zum Frieden mit Israel ermordet. Sein Nachfolger Hosni Mubarak führte den letzten Schlag gegen den arabischen Sozialismus. Es ist wichtig, nicht in eine deterministische Falle zu tappen, wenn man den aktuellen Zustand des Nahen Ostens betrachtet. Die Art von Denkprozess, bei der man zu dem Schluss kommt, dass dieser Ort und die Menschen, die dort leben, einfach schon immer so waren und zu verdammt sind, für immer religiöse Fundamentalisten und reaktionäre Autoritäre zu sein, denn das ist einfach nicht wahr. Der Islamismus und die Idee der modernen islamistischen Theokratie sind kaum ein Jahrhundert alt, aber sie sind auch nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Im selben Jahr, in dem Atatürk das Kalifat, eine der verbindenden Institutionen der islamischen Gesellschaft auf der ganzen Welt, auflöste, kommentierte ein ägyptischer sunnitischer Geistlicher namens Hassan al-Banna: Jede Wiedergeburt, die nicht auf unserem Glauben fußt, weicht vom Pfad der Wahrheit ab und muss bekämpft werden, um vernichtet zu werden. Und gründete die muslimische Bruderschaft. Er würde 10 Jahre später ermordet werden, aber es sind seine Schriften, die die Grundlage der modernen islamistischen Bewegung bildeten. Von Marokko bis Indonesien verbrachten sie, bevor sie in den 1970er Jahren wieder in die Öffentlichkeit traten, ein halbes Jahrhundert im selbstauferlegten Exil und in der Isolation. Ähnlich wie die religiös-konservativen Türken Ostanatoliens waren sie politisch abgeschottet und zurückgezogen. Sie hatten unterschiedliche Ideen und Differenzen, waren aber auch gut vernetzt, von schiitischen Klerikern, die Netzwerke aufbauten, die vom Libanon über Syrien bis zum Irak und Iran reichten, bis hin zu Wahhabi-Netzwerken, von Moscheen und Klerikern, die sich von Marokko über Saudi-Arabien
bis nach Pakistan und Indonesien erstreckten. Sie alle verbrachten diese Jahrzehnte im Verborgenen, bauten die islamischen politischen Machtstrukturen auf, die wir heute kennen, und warteten auf den Moment, in dem sie endlich wieder auftauchen konnten, der in den späten 1970er Jahren kam. Aber das ist nicht Teil der Geschichte der Türkei, und es gibt einen Grund, warum ich das erwähne. Ich kann nicht genug betonen, wie sehr sich der türkische Islamismus vom Islamismus im arabischen und anderen muslimischen Gesellschaften unterscheidet. Und warum? Nun, denkt daran, dass die Türkei fast ein halbes Jahrhundert damit verbracht hat, sich absichtlich von der islamischen Welt abzukoppeln. Sie strebte die Integration in die westliche geopolitische Sphäre mit Europa und Nordamerika an. Dazu wurden alle kulturellen Verbindungen zu anderen islamischen Ländern weitgehend gekappt. Das Verhältnis der Türkei zu ihren arabischen Nachbarn Irak und Syrien war bestenfalls aggressiv und stand manchmal am Rande eines Krieges. Aber dazu später mehr. Die gläubigen türkischen Muslime waren nicht nur politisch isoliert und vom allgemeinen öffentlichen Diskurs und der Kultur und Politik in ihrem Heimatland entfernt, sie waren auch isoliert und von der weiteren muslimischen Welt getrennt. Sie waren auf sich allein gestellt und so begann sich der türkische Islamismus, aber auch der türkische Islam, auf eigene Faust getrennt von anderen zu etwas zu entwickeln, das etwas anders ist. Als Said Nursi seine Reformstücke schrieb, trat er noch für einen einheitlichen islamischen Staat ein. Aber im Kern seiner Schriften ging es darum, den Konflikt zwischen Religion und Moderne zu lösen. Wie Zugeständnisse seitens der Religiösen erforderlich waren und Demokratie akzeptiert werden sollte. Wie die Religion in der modernen Welt noch einen Platz finden kann. Die Diskussion, welche die Islamisten innerhalb der restlichen islamischen Welt führten, war ganz anders. Es drehte sich hauptsächlich um eine Rebellion gegen die moderne Welt. Wie die Gesellschaft die Uhr in frühere Jahrhunderte zurückdrehen kann und wie die moderne säkuläre Welt zerstört werden könnte. Umur Öztürk ist ein türkischer islamischer Theologe und Professor, der in seinen Werken schrieb, dass nur 10% des Korans tatsächliche Diktate und Regeln für Individuen oder Gesellschaften sind und dass die meisten islamischen Gesetze und Regeln, die in den islamischen Gesellschaften der Welt umgesetzt werden, lediglich das Ergebnis historischer Interpretation über die Jahrhunderte hinweg sind. Dies ist natürlich offen für Interpretation über inwieweit dies tatsächlich der Fall sein mag, aber dennoch stellen Öztürk mit seinen Schriften zur Demokratisierung des Islams sowie andere türkische reformierte Theologen wie Mehmet Paşaşı, Adil Şifşi und İlhami Güler etwas Besonderes dar, weil sie dies nur innerhalb einer Gesellschaft tun konnten, die solche Gespräche zuließ. Im Vergleich dazu wurde Nasser Hamid Abu Said, ein ägyptischer Theologe, der ähnliche Texte schrieb, wegen Apostasie verhaftet, vom Staat von seiner Frau geschieden und musste schließlich in die Niederlande fliehen. Die Türkei war ein Ort, an dem die Religiösen zwar geächtet und aus dem gesellschaftspolitischen öffentlichen Gespräch herausgehalten wurden, ein Ort, an dem die Religiösen in Anatolien isoliert bleiben mussten, aber es war ein Ort, an dem ein Gespräch stattfinden konnte. Was sich aus diesem Gespräch entwickelte, war eine Reihe von multiplen politischen islamischen Glaubenssätzen, Praktiken und Ideologien. Der Pluralismus begann vor allem in den späten 1970er Jahren im Osten anzukommen, und was er hervorbrachte, unterschied sich stark davon, wie der Islam anderswo praktiziert wird und auch im Ausland zu sehen ist. Wenn man den islamischen Friedhof in Köln besucht, kann man die Gräber der arabischen Einwanderer von denen der türkischen Einwanderer unterscheiden, denn die Türken lassen rote Kerzen auf den Gräbern stehen. Das ist ein katholischer Brauch, aber die türkischen Einwanderer in Deutschland haben ihn einfach von ihren Nachbarn übernommen. Wenn man in die Türkei reist, bemerkt man vielleicht, dass türkische Muslime an alten griechisch-orthodoxen Pilgerstätten oft in die Berge pilgern, um von christlichen Priestern und Mönchen gesegnet zu werden. Eine religiöse Praxis, die viele einfach von ihren griechischen Nachbarn übernommen haben und auch nach dem Verschwinden der Griechen weiterführten. Diese religionsübergreifende Interaktion ist zwischen den Religionsgemeinschaften anderer mehrheitlich muslimischer Länder kaum zu beobachten. Und wenn du Deutscher, Niederländer oder Österreicher bist, drei Länder mit großen türkischen Gemeinschaften, wurdest du vielleicht auch schon mal eingeladen, der islamischen Hochzeit eines Freundes beizuwohnen, der ein türkischer Einwanderer oder Nachkomme türkischer Einwanderer ist. Das verblüfft meine englischen und französischen Freunde immer, wenn ich es ihnen erzähle, denn in ihren muslimischen Gemeinden, die hauptsächlich pakistanischer und arabischer Herkunft sind, werden Nicht-Muslime so gut wie nie zu solchen Feierlichkeiten eingeladen, da es ein großes religiöses Tabu wäre.
Die türkische Mehrheit in der muslimischen Gemeinde ist auch ein Grund dafür, dass Deutschland weniger ein Problem mit islamistischem Terrorismus hatte als andere europäische Länder und die Türkei selbst hatte weniger islamistische Terroranschläge als so manches europäisches Land. Das liegt daran, dass der Wahhabismus, die sunnitisch-islamische Glaubenslehre, die viele solcher Anhänger rechtfertigt, in der Türkei nicht weit verbreitet ist und sogar von den meisten Türken abgelehnt wird. Das geht so weit, dass Türken, die in der Türkei, in Deutschland, Österreich oder den Niederlanden leben, nicht in Moscheen gehen, in denen der Imam ein Araber ist und schon gar nicht, wenn er ein Wahhabit ist. Die Türken würden den Wahhabismus in erster Linie als ausländischen Unsinn oder sogar als einen fehlgeleiteten arabischen Versuch sehen, ihre Gemeinschaft zu unterminieren. Die Religion in der Türkei konnte sich frei von der strengen Orthodoxie entwickeln, die in den arabischen Ländern so weit verbreitet ist. Und obwohl die meisten Türken sunnitische Muslime bleiben, sind sie im Großen und Ganzen weit entfernt von den ultrakonservativen und hauptsächlich arabischen Vorstellungen einer Rückkehr zu den grundlegenden sozialen Strukturen und Stammesregeln des 7. Jahrhunderts. Der türkische Islamismus hingegen kann fast mit der Nostalgie verglichen werden, die einige sehr konservative Briten für das britische Empire hegen. Insbesondere das 16. Jahrhundert wird als das goldene Zeitalter nicht nur des türkischen Volkes, sondern des Islams selbst angesehen. Verglichen mit der Reichweite und Macht der Osmanen, wer sind diese Araber und warum sollten wir auf sie hören, wenn es darum geht, wie wir unsere Gesellschaft aufbauen sollen? Eine Rückkehr zu einem religiösen goldenen Zeitalter bedeutet für die türkischen Islamisten nicht eine Rückkehr in das 6. Jahrhundert des arabischen Tribalismus, sondern eine gesellschaftliche Rückkehr zu den goldenen Tagen des Osmanischen Reiches. Der strenge und allumfassende Säkularismus des türkischen Staats förderte aber auch eine andere, einzigartige politische Entwicklung. Die strengen Gesetze und Vorschriften zur Trennung von Religion und Staat wurden nicht nur gegenüber Muslimen, sondern auch gegenüber Christen und Juden durchgesetzt. Diese hatten in der Türkei zwar mehr politische und wirtschaftliche Freiheiten als in den meisten anderen muslimischen Ländern, aber ihre religiösen Freiheiten waren zeitweise noch stärker eingeschränkt als die religiösen Freiheiten, die sie in arabischen Ländern gehabt hätten. Verlassene christliche Kirchen wurden von der türkischen Armee oft als Zielübung für die Artillerie benutzt. Und während es in den meisten arabischen Ländern säkulare Institutionen und Bewegungen waren, die die Rolle der Beschützer religiöser Minderheiten vor islamischer Bigotterie für sich beanspruchten, waren es in der Türkei die Islamisten, die in den 70er und 80er Jahren die Rolle der Beschützer der Christen für sich beanspruchten und verdienten, da sie für ihre religiösen Freiheiten gegen einen säkularen Staat eintraten. In den späten 70er und frühen 80er Jahren entstanden zwei unterschiedliche politische Bewegungen. Ein radikaler Zweig der islamistischen Populisten, der mit Wohlfahrtsversprechen für die Armen warb, gegen Korruption und Eliten wetterte, antisemitische Untertöne hatte und eine Rückkehr zur Scharia forderte, angeführt von Necmettin Erbakan. Ein Unterschied zwischen dieser extremen islamistischen Bewegung und islamistischen Bewegungen im gesamten Nahen Osten ist, dass sie trotz ihrer radikalen Position nie zu offener Gewalt oder Terrorismus griff. Sie blieb innerhalb der Grenzen der demokratischen Institutionen des Staates. Sie ist im Großen und Ganzen eher mit rechtspopulistischen Parteien in Europa vergleichbar und verbrachte fast die gesamten 1980er Jahre in der politischen Bedeutungslosigkeit. Necmettin Erbakan gründete in den 70er Jahren seine nationale Heilspartei und organisierte seine Kundgebung mit der Forderung, die Hagia Sophia wieder als Moschee zu nutzen. Aber er wurde während des größten Teils der 70er und 80er Jahre als seltsamer Außenseiter oder auch nur als Clown angesehen, niemand, den man ernst nehmen konnte, und noch weniger kümmerte sich jemand um seinen Stellvertreter, einen Typen aus den Slums namens Erdogan. Eine andere Iteration islamistischer Politiker kam in den 80er Jahren zum Vorschein, als die Armee sie als Verbündete gegen den Kommunismus willkommen hieß. Der berühmteste von ihnen war Fethullah Gülen, ein islamischer Prediger, der sich von der neu entstehenden christlichen Rechten inspirieren ließ, die sich zur gleichen Zeit in den Vereinigten Staaten entwickelte. Gülen gründete die Gülen-Bewegung, eine Organisation verschiedener islamischer Schulen, die sich stark von denen unterschied, die von Saudi-Arabien finanziert werden. Keine bärtigen Spinner, die Kinder zu bärtigen Spinnern erziehen, indem sie sie dazu zwingen, ständig den Koran zu lesen, immer und immer und immer wieder, sondern Schulen, die in Aussehen und Lehrplan modern waren, ohne Geschlechtertrennung und mit Fokus auf Bildung in säkularen Angelegenheiten wie Natur- und Geisteswissenschaften.
Die Gülen-Bewegung predigte immer noch religiös-konservative soziale Werte, aber sie ermutigte ihre Mitglieder, sich an säkulare Regeln zu halten, ihre Bärte abzurasieren, Anzüge und Krawatten zu tragen, dass Frauen nicht unbedingt den Schleier tragen mussten, eine höhere Ausbildung anzustreben, besonders in den Bereichen Recht und Finanzen, und aktiv zu sein und ein Unternehmen zu gründen. Was Gülen und viele wie er schaffen wollten, war eine neue, moderne, islamisch-konservative Bewegung, die nicht im Fundamentalismus begründet ist, sondern in einer sozial-konservativen Tradition steht, die eher mit amerikanischen religiös-konservativen und sozialen Bewegungen vergleichbar ist. Während der arabische Islamist in Baat und Tawab auftrat und wütend über die Unanständigkeit unverschleierter Frauen war, wechselte der türkische Islamist allmählich in Anzug und Krawatte. Er wurde ein mäßig wohlhabender und erfolgreicher Besitzer eines kleinen Unternehmens oder ein Arzt oder ein erfolgreicher Strafverteidiger, der vielleicht sogar das Etikett eines Islamisten ganz ablehnt und sich einfach als Konservativen bezeichnet. Stürze nicht das System, sondern werde ein Teil davon, um dann vielleicht die Änderungen vorzunehmen, die du umsetzen möchtest. Durch einen allmählichen Prozess kehrte der Islam in den 1980er Jahren in die türkische Politik zurück. Aber dieser Prozess verlief vor allem langsam und wurde erst in den 1990er Jahren zu einer wirklichen politischen Macht. Politisch wurden die 1980er Jahre von jemand anderem dominiert: Turgut Özal. Er gehörte zur ersten Generation der republikanischen hochgebildeten Konservativen, ein Elektroingenieur mit einem Diplom aus Istanbul. Er würde in die Vereinigten Staaten reisen, um eine weitere Ausbildung in Elektrotechnik, Elektroinfrastrukturmanagement und, entscheidend für seine zukünftige politische Karriere, in der Unternehmensführung zu erhalten. Seine Zeit in den Vereinigten Staaten setzte ihn den Marktideen aus, die die Wirtschaftspolitik und den Erfolg in den Vereinigten Staaten bestimmten. Nach seiner Rückkehr in die Türkei übernahm er eine führende Rolle als Staatsbeamter bei der Elektrifizierung des Landes, was ihm den Ruf eines unbestechlichen, hart arbeitenden Mannes einbrachte, der die ihm gestellten Aufgaben bewältigen konnte. Die 1970er Jahre verbrachte er damit, für verschiedene Privatunternehmen zu arbeiten und sich einen Ruf als zuverlässigen Manager und Wirtschaftswissenschaftler aufzubauen, der ihm schließlich einen Job bei der Weltbank einbrachte, wo er bis 1980 Fonds und Kredite zur Entwicklung der Infrastruktur beaufsichtigte. Nach dem Putsch von 1980 wollte die Armee ein Problem lösen, das das Land seit Menderes geplagt hatte: die anhaltenden wirtschaftlichen Turbulenzen. Die Probleme, die durch die große Agrarindustrie entstanden war, waren nicht gelöst worden. Das Land hatte immer noch Schwierigkeiten, sich selbst mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen, weil die Landwirtschaft stark exportorientiert war. Die Inflation stieg und stieg, da die türkische Lira mehr und mehr an Wert verlor, aber in den 1970er Jahren brach die Kaufkraft des durchschnittlichen Türken zusammen, da die Preise in die Höhe schnellten. Die Löhne der Durchschnittstürken waren um die Hälfte eingebrochen, und als die Deutschen 1973 ihr Arbeitskräfteimportprogramm einstellten und die Arbeitslosigkeit wieder zu steigen begann, wandte sich die Armee an Turgut Özal. Er wurde zum stellvertretenden Premierminister unter der provisorischen Militärregierung ernannt und mit der wohl fast unmöglichen Aufgabe betraut, eine Wirtschaft zu reparieren, die seit fast 20 Jahren kaputt war. In der Zwischenzeit nahm die Armee drastische Änderungen an der Verfassung des Landes vor, die das Land bis heute beeinflussen sollten. Für alle politischen Parteien wurde eine 10%-Hürde eingeführt. Wenn eine Partei bei einer Wahl nicht mindestens 10% erreichte, blieb sie aus dem Parlament ausgeschlossen. Dies geschah in der Hoffnung, dass dadurch die extreme Linke, die extremen Rechten, die Islamisten und die Kurden aus dem Parlament und damit aus der Öffentlichkeit und der politischen Diskussion herausgehalten würden. Zusätzlich wurde der islamische Glaube zum obligatorischen Bestandteil des Schullehrplans gemacht, um den Kommunismus einzudämmen, da verschiedene islamische Stiftungen und Organisationen staatliche Unterstützung erhielten. Daraufhin wurde 1983 zu einer Wahl aufgerufen, um die Regierungsgeschäfte wieder in zivile Hände zu legen. Turgut Özal gründete daraufhin die Mutterlandspartei, eine konservative Mitte-Rechtspartei, machte Wahlkampf mit dem Versprechen, die türkische Wirtschaft zu reparieren, und wurde gewählt. Er deregulierte den Finanzmarkt und schuf Anreize für internationale, aber auch türkische Banken, mehr Geschäfte in der Türkei zu tätigen. Dies hatte zur Folge, dass eine beträchtliche Menge an Kapital in die Türkei floss. Er senkte die Steuern und reduzierte die Bürokratie in verschiedenen Industriezweigen, wodurch es einfacher wurde, Geschäfte zu eröffnen und zu tätigen. All diese Reformen waren Teil eines weltweiten Trends in eine ähnliche wirtschaftspolitische Richtung.
aber sein größter wirtschaftlicher Erfolg kam, als er den Hotel- und Dienstleistungssektor des Landes öffnete und Investoren und Hotelbesitzer einlud und Anreize schuf, eine Tourismusindustrie aufzubauen. Das ist etwas, mit dem du vermutlich vertraut bist, wenn du Europäer bist, aber weniger, wenn du von woanders kommst. Die Türkei ist heute eines der größten Tourismusziele der Welt. Seine weißen Strände, umgeben von kristallblauem Wasser und übersät mit antiken griechischen Ruinen, sind vielen Europäern ein Begriff. Und diese massive und beliebte Tourismusdestination begann in den 1980er Jahren gebaut zu werden. Es beschäftigte mindestens 2 Millionen Menschen im Dienstleistungssektor, ohne die damit verbundenen Arbeitsplätze, die in anderen Sektoren geschaffen wurden, mitzuzählen. Der Gesamtwert des Sektors schwankt mit den Ferienzeiten und der Beliebtheit des Ortes zwischen 5 und 7 Milliarden Dollar bis hin zu 14 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2019, da Millionen von Europäern jeden Sommer und Winter die türkischen Strände überfluten. Özal schaffte es, viele wirtschaftliche Probleme des Landes zu lösen und wird deshalb bis heute von vielen Türken als einer der besten Ministerpräsidenten verehrt, die das Land je hatte. Er schuf eine Mittelschicht, die hauptsächlich an der Küste wohnte, aber auch aus anatolischen Saisonarbeitern im Tourismussektor bestand. Er brachte viel Kapital ins Land, er machte die Stimme des Landes auf der internationalen Bühne wichtiger, da er eine international zunehmend respektierte Führungspersönlichkeit wurde. Außerdem betrieb er mit der Türkei eine weitaus aktivere Außenpolitik als jeder seiner Vorgänger. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion begann er mit der Außenpolitik der Reintegration der neu entstandenen unabhängigen türkischen Länder in eine türkische Einflusssphäre außerhalb des russischen Einflusses. Er baute vertieft die wirtschaftlichen Beziehungen zu den fernöstlichen Ländern auf, insbesondere zu Malaysia, und reiste als erster amtierender türkischer Präsident zur Hadsch nach Mekka, wodurch er die türkischen Beziehungen zu den arabischen Ländern behutsam wieder aufbaute. Am bedeutendsten war jedoch, dass er innerhalb der türkischen Gesellschaft eine Klasse von wohlhabenden Geschäftsinhabern schuf, die zu einer eigenen Elite wurden. Die vorherigen gesellschaftlichen Eliten waren meist Bürokraten und Armeeoffiziere gewesen, die sich durch den Staatsapparat der Republik zu Macht und Einfluss emporgearbeitet hatten. Nun gab es in der Türkei wohlhabende Wirtschaftseliten, die ihren gesellschaftlichen Einfluss, ihren Reichtum und ihre Macht in einem zunehmend expandierenden Privatsektor erlangten. Diese Besitzer von Hotels, Baufirmen, Banken und anderen würden in der Zukunft eine bedeutende Rolle in der türkischen Politik spielen und das Rückgrat der neuen demokratischen, islamisch-konservativen Bewegung werden, die Özal mitgeschaffen hatte. Von ihm stammt auch das etwas berühmte Zitat: Der Staat ist säkular, die Nation ist es nicht. Was im Westen oft als ein Eingeständnis der Niederlage der säkularen Republik interpretiert wird. Es ist jedoch genau umgekehrt gemeint. Özal war sich durchaus bewusst, dass viele konservative Wähler mit der Trennung von Religion und Staat nicht einverstanden waren. Dennoch war er entschlossen zu unterstreichen, dass auch die neue türkische religiöse konservative Führung diese Trennung nicht in Frage stellen würde und in erster Linie der Demokratie verpflichtet sei. Seine Popularität stieg so sehr, dass er nach dem Ende seiner Amtszeit als Premierminister der erste Präsident der Republik wurde, der kein Armeegeneral war. Allerdings verlief seine Amtszeit nicht ohne Unzulänglichkeiten und Misserfolge. Özal war selbst halb kurdisch und entschlossen, eine friedliche Lösung für den Konflikt mit den Kurden in den 1980er Jahren zu finden, was ihm nicht gelang. Die Armee war entschlossen, diesen Konflikt mit militärischen Mitteln zu beenden, aber ein anderes Problem behinderte ebenfalls alle Versuche, Frieden zu schließen. In Syrien war die Regierungsmacht fast vollständig in die Hände der skrupellosen Assad-Familie gefallen, die von einem großsyrischen Reich träumte, das sich von der Sinai-Halbinsel über den Libanon bis in große Teile Anatoliens erstrecken sollte. Um dies zu erreichen, verbrachten die Assads einen Großteil ihrer Zeit an der Macht damit, ihre Nachbarn so weit wie möglich zu destabilisieren, einschließlich der Türkei, in der sie die Kurden als das beste Vehikel dafür sahen. Beginnend in den 1970er Jahren baute die syrische Regierung ein umfangreiches Netzwerk auf, das kurdischen Terrorgruppen Training, Waffen, Sprengstoff und Stützpunkte zur Verfügung stellte und sie dann über die Grenze schmuggelte. Die türkische Regierung und Armee glaubte fälschlicherweise, dass die Sowjets hinter all dem steckten und brauchten lange, um herauszufinden, dass es Assads Syrien war, was die Beziehung zwischen der Türkei und Syrien für Jahrzehnte und eigentlich bis zum heutigen Tag extrem belastet. Viele im In- und Ausland sahen in Turgut Özal den Demokratisierer des Islams, den ersten, der eine demokratische, konservative, islamische Bewegung etablierte,
die innerhalb der Grenzen einer säkularen Demokratie agieren und arbeiten konnte. Und obwohl ihm dies viel Freunde einbrachte, machte es ihm auch zunehmend viele Feinde. Die Armee, die Leute wie ihn zu Beginn des Jahrzehnts unterstützt hatten, betrachteten ihn mit zunehmendem Misstrauen. Ebenso die säkulare linke Mitte, die auch seine wirtschaftliche Liberalisierung missbilligte. Die extreme Rechte konnte ihn nicht ausstehen und die religiös-populistische Rechte, die gegen Ende des Jahrzehnts immer mehr an Einfluss gewann, stellte ihn ebenfalls als korrupten Schwindler dar, der die wahren islamischen Tugenden verraten hatte. Doch keiner seiner Feinde konnte etwas an seiner enormen Popularität unter den einfachen Türken verändern. So war es ein Schock, als er im Alter von 65 Jahren plötzlich im Amt starb. Damals wurden Vermutungen über die mysteriösen Umstände seines Todes geäußert, doch der Staat verhinderte jegliche Ermittlungen. 2 Jahrzehnte später wurde seine Leiche für eine Autopsie exhumiert, die ergab, dass er tatsächlich vergiftet worden war. Wer aber dafür verantwortlich war, werden wir wohl nie erfahren. Die Hagia Sophia war ein Museum in Istanbul, jedoch seit kurzem nicht mehr. Erbaut während des spätrömischen Reiches des Ostens, würde es eine Kathedrale für orthodoxe griechische Christen für Jahrhunderte als das größte christliche Haus der Anbetung in der Welt sein. Nach der Eroberung durch die Osmanen wurden Minarette hinzugefügt und sie wurde zu einer Moschee. Für die Osmanen wurde sie zu einem Symbol ihrer Eroberung Roms. Ihre Schönheit ist weltberühmt und nebenbei bemerkt ist mein persönlicher Lieblingsteil weder islamisch noch christlich. Es ist dieses Stück Vandalismus, eine Zeile germanischen Textes, die vor etwa 1500 Jahren in einen der Balkone geritzt wurde und grob übersetzt, Hakon war hier, bedeutet. Die Byzantiner kauften Sklaven von schwedischen Wikingern und heuerten sie als Söldner an und einer dieser heidnischen Nordmänner namens Hakon schien das Bedürfnis gehabt zu haben, seine Spuren in der Geschichte zu hinterlassen. Als Atatürk seine Republik gründete, schmiss er die Imame aus der Hagia Sophia. Sie sollte keine Moschee oder Kirche sein. Sie war jahrhundertelang das Symbol eines islamischen Reiches gewesen, eines Reiches, das er abgeschafft hatte. Also erklärte er sie zu einem Museum der Vergangenheit. Und als solches fristete sie ihr Dasein in der Republik, doch in den 1980er Jahren begannen einige Gäste zu erscheinen. Necmettin Erbakan, der Führer der islamistischen Heilspartei, begann zunehmend vor ihr aufzutauchen und protestierte dafür, dass die Hagia Sophia wieder eine Moschee werden sollte. Die ganzen 1980er Jahre hindurch hielt er dort Kundgebungen ab, wetterte gegen die Dekadenz der wirtschaftlichen und politischen Eliten des Landes, schwärmte davon, wie schrecklich Frauen sind, die sich weigerten, den Schleier zu tragen, forderte die Todesstrafe für Homosexuelle, wetterte gegen Christen, wetterte gegen Juden, forderte die Rückkehr der Scharia und die Rückkehr des Kalifats, verkündete, dass nur durch eine Rückkehr zum Islam in Staatsangelegenheiten, Politik und Recht die Gesellschaft wieder tugendhaft und gut gemacht werden könne. Und die meiste Zeit über wurde er ausgelacht, als Clown gesehen, als Relikt aus der Vergangenheit, als etwas, das bestenfalls ein wenig amüsant war. Die Leute merkten aber einfach nicht, wie die Menschenmassen, die seine Kundgebungen besuchten, mit der Zeit immer größer und größer wurden. Die 1980er Jahre waren das Jahrzehnt der Yuppies gewesen, der neureichen Jungunternehmer, die zwar öffentlich konservative Tugenden anpriesen, aber nicht unbedingt selbst nach diesen Tugenden lebten. Mit dem Wachstum von Kapital und Reichtum nahm auch die Ungleichheit zu. Die Kluft zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen wurde immer größer und immer mehr Menschen beäugten diese Entwicklung mit Unmut. Die Linke, die normalerweise solche sozialen Ungleichheiten anprangerte, wurde von der Armee zum Schweigen gebracht. Also waren es die Islamisten, insbesondere die islamistische Rechte, die dies als Chance nutzte, und dann kamen die 90er. In den 80ern führten die abgeschafften Restriktionen für die Finanzmärkte und die Öffnung zu den globalen Märkten, während die Regierung immer noch ein großes Haushaltsdefizit und hohe Zinssätze hatte, zu einem Tsunami von Geld, das das Bankensystem überflutete. Mit diesem Tsunami stieg der Wert der türkischen Lira dramatisch an, trotz Intervention der Zentralbank auf dem Devisenmarkt, um die türkische Lira gegenüber dem US-Dollar schwach zu halten. Die sehr kurzfristige Natur der hochverzinsten Staatsanleihen zusammen mit dem steigenden Wert der Währung ermutigte die türkischen Privatbanken, Kredite in Fremdwährungen aufzunehmen, und als sie mit den neu verfügbaren Fremdwährungen Kredite an die türkische Wirtschaft vergaben, standen Unternehmen, Haushalte und sogar die Regierung vor dem Einstieg in den Schuldenzug, kurz gesagt vor einem riskanten, aber hochprofitablen Verhalten. Mit der Liberalisierung und den daraus resultierenden Effekten
erlaubte die Fähigkeit der Banken, leichtes Geld aus dem Ausland zu bekommen, was jedoch eine kontinuierliche Verschiebung dessen, was ein unvermeidliches Ende dieses Schuldenkreislaufs war. Als die 90er kamen, begannen die Investoren die Fähigkeit der Kreditgeber in Frage zu stellen, die riesigen kurzfristigen Kredite zurückzuzahlen, und das System ging pleite. Kurz vor der Krise 1994 hatte die Türkei ein unhaltbar hohes, durch Schulden getriebenes Wachstum. Eine Währung, deren Wert gegenüber dem US-Dollar um 8,9% gestiegen war, und ein wachsendes Leistungsbilanzdefizit, das sich auf 5% des Bruttoinlandsprodukts belief, und sie verfügte nur über geringe Devisenreserven, um die Importe zu bezahlen, die sie bezog. Das Haushaltsdefizit kletterte ebenfalls. Dazu kamen eine hohe Inflation und hohe Realzinsen sowie ein schwaches Bankensystem, das aufgrund der bereits erwähnten fragwürdigen Kreditvergabe sehr stark vom Weltmarkt abhängig war. Mitte Januar 1994 wurde das Rating der Türkei auf Non-Investment Junk Grade herabgestuft, was den Kapitalabfluss einleitete, der zu einer noch höheren Nachfrage nach Devisen führte und den Wert der türkischen Lira wie nie zuvor fallen ließ. Schließlich zerstörte das Beharren der Regierung auf eine Senkung der Zinssätze, um die eigene Kreditaufnahme billig zu halten, jegliches verbliebene Vertrauen und führte 1994 vollständig zu einer Wirtschaftskrise. Die türkische Zentralbank intervenierte voreilig auf dem Devisenmarkt und verlor mehr als die Hälfte ihrer Devisenreserven, um die Währung zu retten, so dass nur noch 3 Milliarden Dollar für zukünftige Probleme übrig blieben. Die türkische Zentralbank erhöhte auch die Tagesgeldzinsen auf 700% und die Inflation stieg auf 103%, verglichen mit den bereits miserablen 60% im Jahr 1993. Die Folgen davon war ein Ansturm der Türken auf die Banken, um ihre Lira in Dollar zu konvertieren und dem drohenden Werteverfall der Währung zu entgehen, da die Kreditgeber die Türkei verließen. Die Premierministerin zu dieser Zeit war Tansu Çiller, die erste Frau, die Premierministerin der Türkei wurde, aber sie erhält kein Lob wie andere Frauen, die als erste an die Spitze ihrer Länder gewählt wurden, denn sie gilt als eine der schlechtesten Premierministerinnen, die die Türkei je hatte. Sie repräsentiert einige der schlimmsten Aspekte der türkischen Politik, die sich in den 1980er Jahren entwickelt hatten. In den 1980er Jahren war die türkische Politik zunehmend korrupt geworden, was häufig unter den Tisch gekehrt und ignoriert wurde, während die Wirtschaft boomte. Doch als die Krise kam, ließ es sich nicht mehr verbergen. Die umfangreiche Privatisierung des türkischen Staatsvermögens war oft in Zusammenarbeit mit den wohlhabenden Eliten des Landes durchgeführt worden, was bedeutete, dass, wenn staatliche Unternehmen verkauft wurden, diese oft nicht der breiten Öffentlichkeit zum Kauf angeboten wurden, sondern durch vorher abgesprochene Hinterzimmerdeals an reiche Türken und die Wirtschaftselite des Landes übergeben wurden. Eine Politik und Praxis, die sich auch unter Çiller fortsetzte, die vom obersten Gerichtshof blockiert wurde, als sie versuchte, die türkische Telekom zu privatisieren. Sie schaffte es auch, ein beträchtliches privates Vermögen zu sammeln, während sie im Amt war, mit wahrscheinlich nicht ganz legalen Mitteln. Sie wurde auch nicht gewählt, sondern wurde Premierministerin, als ihr Vorgänger, der einer anderen Partei angehörte, sein Amt niederlegte, um Präsident zu werden, was einen weiteren Aspekt der türkischen Politik zu dieser Zeit repräsentiert, den viele als frustrierend empfanden. Die enorme Anzahl an politischen Parteien, mehrere linke Parteien, mehrere konservative Parteien, mit verschwindenden Unterschieden zwischen ihnen, aber aus irgendeinem seltsamen Grund existierte diese Vielzahl trotzdem weiter und erzeugte noch komplexere und untrennbarere Netzwerke von unterschiedlichen politischen Allianzen und Koalitionen zwischen Parteien und Politikern. Hinzu kam, dass während ihrer Amtszeit der Konflikt mit den Kurden drastisch eskalierte. Sie belegte das, was als Castle-Strategie bekannt wurde und im Wesentlichen ein schmutziger Krieg war, das heißt ein Konter-Guerilla-Krieg. Etwas, das man als Terrorisierung von Terroristen zusammenfassen könnte, was bedeutet, Gemeinden zu isolieren, die irgendwann einmal einen Terroristen hervorgebracht haben könnten, und sie zu terrorisieren, in der Hoffnung, dass sie als Ergebnis nicht mehr hervorbringen würden. Dies beinhaltete den willkürlichen Beschuss kurdischer Dörfer, willkürliche Verhaftung, ständige Abriegelung und Ausgangssperren, die Kürzung grundlegender Infrastruktur und Versorgung, aber am umstrittensten war, dass sie rechte Schläger und Gangster, auch von den Grauen Wölfen, anheuerte, um außergerichtliche Tötungen durchzuführen, die nicht vom Staat, sondern von ihrem Büro sanktioniert wurden. In diesem Fall bekam die Kundgebung von Necmettin Erbakan immer mehr Zulauf, der gegen die Korruption der Banken und des Staates wetterte und sein Stellvertreter Recep Tayyip Erdogan zur Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters von Istanbul aufstellte, der zunächst ausgelacht wurde, aber zur Überraschung aller gewann.
Das politische Establishment war blind gewesen für eine der bedeutendsten demografischen Veränderungen in der jüngeren Geschichte des Landes. Im Jahr 1950 hatten nur 14% der Landarbeiter kein Ackerland besessen. Als sich der Agrarsektor zu einem von Großgrundbesitzern dominierten Sektor entwickelte, veränderte dies die Einkommensunterschiede dramatisch. Bis 1977 gingen 58% der im Agrarsektor erzielten Gewinne an 7% der Bevölkerung. Die Tatsache, dass die Produkte hauptsächlich für den Export im großen Stil angebaut wurden, bedeutete auch, dass große Landstriche oft unbewirtschaftet waren, um die Preise stabil zu halten. In Kombination mit der Automatisierung der Landwirtschaft waren die überflüssigen Landarbeiter über Jahrzehnte hinweg in die Städte gezogen, in immer größerer Anzahl, in immer größere Slums, mit immer größerer Einkommensungleichheit. Im Jahr 1900 lag die Einwohnerzahl von Istanbul bei 1 Million. Im Jahr 1960 waren es 1,5 Millionen. 1985 waren es 6 Millionen und 1995 hatte die Bevölkerung Istanbuls 10 Millionen erreicht. Heute liegt sie bei 15 Millionen. In Ankara stieg die Bevölkerung von 30.000 im Jahr 1923 auf 1,5 Millionen im Jahr 1970 und auf 2,5 Millionen im Jahr 1989. In Izmir stieg die Bevölkerung von 200.000 im Jahr 1930 auf 1 Million im Jahr 1990, wovon 60% Arbeitsmigranten waren, die in den Slums namens Gecekondu lebten. Diese Entwicklungen vollzogen sich in allen türkischen Großstädten, wo diese Neuankömmlinge von einem politischen Establishment, das sie als rückständige Anatolia betrachtete, fast immer ignoriert und sich selbst überlassen worden waren. Und was man in den 90er Jahren viel zu spät erkannte, war, dass diese Menschen auch wählen konnten. Die politische Ost-West-Binarität der Republik war damit gebrochen. Der Trend zur Privatisierung hatte diesen sozialen Konflikt zusätzlich angeheizt. Für den größten Teil des 20. Jahrhunderts standen die türkischen Medien unter der Kontrolle oder dem Druck der Regierung oder waren ideologisch auf das bestehende kabbalistische Establishment ausgerichtet, was es antiautoritären Strömungen erschwerte, sich zu organisieren, besonders nach dem Putsch und der Niederschlagung 1980. Arabeske Musik zum Beispiel war ein Jahrzehnt lang schlichtweg verboten. Türken mussten zypriotische oder syrische Radiosender einschalten, um arabische Musik zu hören. Filmemacher, Autoren und Musiker wurden entweder unter staatliche Autorität gestellt oder ins Exil geschickt, wie zum Beispiel Cem Karacan. Die türkische Filmindustrie begann damit, türkisierte Versionen ausländischer Dramen zu produzieren oder billige Propagandafilme zu drehen. Das kann man am besten an den verwegenen Abenteuern von Cinet Akin sehen, einem Schauspieler, dessen Filme einer gehörigen Portion antigriechischer oder antikommunistischer Botschaften enthielten, meist von einem Rambo-artigen Helden, der sich durch Horden von Feinden kämpft und die Jungfrau in Nöten vor dem byzantinischen Kaiser rettet. Das alles änderte sich mit dem Trend zur Privatisierung unter Öcalan. Im Jahr 1990 wurde der erste private Fernsehsender der Türkei, Star TV, ins Leben gerufen, was die türkische Gesellschaft veränderte. Fernsehen war nicht länger eine Neuheit, sondern wurde Teil des Familienlebens, da die Menschen mit einem Zustrom ausländischer Nachrichten, Filme und Musiksendungen bombardiert wurden. Die große Mehrheit der türkischen Bevölkerung wurde zum ersten Mal mit liberalen ausländischen Medien konfrontiert. Nicht länger wurde Sexualität unterdrückt oder Menschen als monolithische Feinde oder Freunde gezeigt. Die türkische Jugend der 1990er Jahre, die heute mehrheitlich die Oppositionsparteien wählt, wurde mit westlichem Fernsehen und westlicher Unterhaltung erzogen, was aber mit der Zeit zum Zusammenbruch des autoritären Militarismus führte. Bis 1995 hatte die Islamische Wohlfahrtspartei die Bürgermeisterwahlen in 6 türkischen Großstädten gewonnen und unter ihnen begann Recep Tayyip Erdogan, sich als Bürgermeister von Istanbul einen Namen zu machen, der eine Stadt, die jahrzehntelang vernachlässigt und von Korruption geplagt worden war, zum Glänzen brachte. Abwassersysteme und Wasserleitungen wurden bis in die armen Stadtteile ausgebaut, Autobahnen und Buslinien eingerichtet und die Mittel für Schulen und Sport erhöht. Erdogan baute seine politische nationale Anerkennung auf den wesentlichen Veränderungen und Erfolgen auf, die er in Istanbul erreichte. Von hier aus würde er eine Karriere starten, die das Land maßgeblich verändern würde. Der Name Islamische Wohlfahrtspartei wurde nicht aus Versehen gewählt. Erbakan sprach die Wähler nicht nur durch einen Appell an die Religion als kulturellen Ausdruck an. Erbakans politische Erfolge basierten auf einer scharfen Verurteilung der modernen Republik. Er prangerte den Kapitalismus an und forderte eine neue, auf der Scharia basierende Gesellschaftsordnung, die den Kleinbauern, den kleinen Händlern respektiert und ein auf der Scharia basierendes Sozialsystem hat.
Bereits in den 1980er Jahren hatte sich die Islamische Wohlfahrtspartei durch Suppenküchen für die Armen einen Namen gemacht. Dieses Modell war das gleiche wie in jeder einigermaßen säkularen islamischen Gesellschaft, die von islamistischen Gruppen herausgefordert wurde, von der Muslimbruderschaft in Ägypten bis zur Hisbollah im Libanon. Erbakan wurde immer beliebter und die übrigen Parteien versuchten alles, um ihn von der Macht fernzuhalten und bildeten eine seltsame Reihe von Koalitionen aus Liberalen, Konservativen, der extremen Rechten und der extremen Linken in einem säkularen Bündnis, das sie um jeden Preis fernhalten wollte. Aber 1996 war die Necmettin Erbakan-Partei so populär geworden, dass sie nicht mehr von der Macht ferngehalten werden konnte. Erbakan wurde der erste islamistische Premierminister der Türkei, doch hatte seine Macht weit überschätzt. Innerhalb eines Jahres, nachdem er an der Regierung war, griff die türkische Armee ein und kündigte an, dass sie die Macht ergreifen würde, wenn die Regierung nicht zurücktritt. Der große Mythos um diesen vierten Putsch in der türkischen Geschichte ist, dass der Putsch selbst nie wirklich stattgefunden hat. Lediglich die Androhung eines Militärputsches reichte aus, um die Islamisten von der Macht zu vertreiben. In ihrer Erinnerung waren die brutalen Säuberungen des letzten Putsches noch frisch, und sie wollten ein Blutbad, wie es die Linke unter ihren Anhängern erlebt hatte, vermeiden. Eines der prägenden Bilder dieses Putsches ist ein wütender Erdogan, der während einer islamistischen Kundgebung auf ein Podium steigt, nachdem sein Mentor Erbakan zurückgetreten war und ein Gedicht des jungtürkischen Schriftstellers Ziya Gökalp zitiert. Er wurde verhaftet und für ein Jahr ins Gefängnis geworfen, und es muss vielen innerhalb des politischen Establishments so vorgekommen sein, dass dieses islamistische Chaos nun vorbei war, aber sie hätten falscher nicht liegen können. In den späten 90ern und frühen 2000er Jahren schaffte es das politische Establishment einige bedeutende politische Maßnahmen, wie die Beziehung zwischen der Türkei und Griechenland zu bessern, was allerdings zugegebenermaßen weitgehend von Künstlern und Musikern in beiden Ländern vorangetrieben wurde. Vor allem die Weigerung der Türkei, sich den Vereinigten Staaten und Großbritannien in ihrem Krieg gegen den Irak anzuschließen, war von Relevanz. Eine Haltung, die sie gemeinsam mit Deutschland und Frankreich einnahm, in der Hoffnung, die Türkei tiefer an Europa zu binden. Doch der islamistische Geist konnte nicht in die Flasche zurückgedrängt werden. Egal, welche Erfolge das politische Establishment zu verzeichnen hatte, 7 Jahrzehnte lang hatten Generationen von türkischen Politikern die Vision Atatürks verfolgt. Und diese Vision lag vor allem im Westen, von einer Türkei und ihrem Volk, die geeint und gleichberechtigt unter den modernen Nationalstaaten standen. Aber diese Vision hatte begonnen zu bröckeln. Sie war auf eine nationalistische Vision aufgebaut, einer Vision, die alle kulturellen Unterschiede auslöschte und keine Abweichung duldete. Sie versprach eine bessere Zukunft, doch diese Zukunft schien immer nur um die Ecke zu sein. Versuche, die Türkei an Europa zu binden, scheiterten immer wieder an der Zypernfrage, und viele Türken begannen sich von ihren europäischen Nachbarn verachtet zu sehen und zu glauben, dass, egal wohin das Land gehen würde, die meisten im Westen sie für nichts anderes als rückständige anatolische Bauern halten würden. Als Erdogan aus dem Gefängnis entlassen wurde, schloss er sich wieder dem politischen Kampf der Islamisten an, die sich einfach zu einer neuen Partei zusammengeschlossen hatten, der Tugendpartei, die 1999 mehrere Sitze, darunter auch 4 weibliche Abgeordnete, im türkischen Parlament gewann. Einem Parlament, in dem das Tragen von Kopftüchern verboten war.
yaşamını. Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Dies ist ein berühmter Moment der jüngeren türkischen Geschichte. Es ist ein sehr unangenehmer Clip. Selbst wenn man offene Religiosität und politische Religiosität ablehnt und ein glühender Verfechter des Säkularismus ist, kommt dieser Moment und die Art und Weise, wie Merve Kavacı behandelt wird, einfach als frauenfeindlich rüber. Und das war der Punkt. Als Erdogan in den späten 90er Jahren in die türkische Politik zurückkam, hatten sich die Islamisten auf diese Art von gezielten und absichtlichen Provokationen spezialisiert. Nicht die Art, die reaktionär war, sondern die Art, die das Verständnis der modernen Welt auf den Kopf stellte. Der Schleier wird den Frauen in vielen islamischen Ländern aufgezwungen. Die Weigerung, ihn zu tragen, wird oft brutal bestraft. In vielerlei Hinsicht und in vielen Ländern ist er ein Symbol der männlichen Dominanz über Frauen. Und wenn du dich jemals gefragt hast, wie er in den frühen 2000er Jahren zu einem Symbol der Frauenbefreiung umgedeutet und neu vermarktet wurde, dann hat es hier angefangen. Frauen, die den Schleier in der Türkei trugen, durften weder die Universität besuchen, noch ein öffentliches Gebäude betreten, um sich für ein Amt zur Wahl zu stellen oder auch nur um ihre Sozialleistungen zu beantragen oder zu erhalten. Eine Gruppe von Menschen, die von allem besonders betroffen war, waren junge, alleinerziehende Mütter, die zufällig religiös waren. Eine Gelegenheit, die die Islamisten nutzten, indem sie ihnen Wohltätigkeit anbot und ihnen auch ein besseres Leben unter einem weniger restriktiven Staat versprachen. In den 90er Jahren kam es in den Straßen der türkischen Städte zu Unruhen, wie sie es noch nie gegeben hatte. Nicht von Männern, Eiferern oder Linken, sondern von verschleierten Frauen. Das politische Establishment hatte sich selbst ein Bein gestellt und sah sich zwar als Befreier der Frau, der sie von den Fesseln der Religion befreit hatte, aber mit diesem wirklich klugen Schachzug ließen die Islamisten sie wie die Unterdrücker der Frauen aussehen. Die Islamisten legten das Image der religiösen Zeloten ab. Sie verkauften sich als Befreier, als offene Menschen, Menschen, die die Schwachen vor einem übereifrigen säkularen Staat und seinem rücksichtslosen Kapitalismus schützen wollten. Sie stellten auch den Gründungsmythos dieses Staates in Frage. Warum bekämpfen wir die Kurden? Sind die Kurden nicht auch Moslems? Warum schließen wir nicht Frieden mit den Armeniern? In diesen Tagen sprachen sich die Islamisten sogar für die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben aus. Sie übernahmen jede Sache, die sie nutzen konnten, um das Bild von Fortschritt und Modernität zu untergraben, das das säkulare politische Establishment aufgebaut hatte. Nicht länger als furchterregende Fanatiker angesehen, begannen sogar linke Wähler sich hinter ihnen zu versammeln, die in ihren Botschaften eine Bestätigung ihrer eigenen sahen, die von der Armee so brutal niedergeschlagen worden war. In Panik versuchte das politische Establishment, immer absurdere Koalitionen und Allianzen zu bilden. Koalitionsregierungen von Mitte-Links, Links-Außen, Konservativen und Rechtsnationalisten sollten die Islamisten fernhalten, taten aber zunehmend nichts anderes, als ihre eigenen internen Konflikte offenzulegen. Der oberste Gerichtshof verbot die Tugendpartei als antisäkular und damit verfassungswidrig, aber sie organisierte sich lediglich in eine neue Partei um. Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Fortschritt. Das politische Establishment verspottete Erdogan als ungebildeten Bauern, einen anatolischen Besserwisser aus den Slums, aber sie erkannten nicht, dass sein bescheidener Hintergrund genau das war, was so viele Türken dazu brachte, sich mit ihm zu identifizieren. Jedes Mal, wenn sie sich über ihn lustig machten, machten sie ihn in der Öffentlichkeit nur noch beliebter. Und als das Jahr 2002 anbrach, feierte die Partei für Gerechtigkeit und Fortschritt einen überwältigenden Wahlsieg und errang eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.
Das Land stand vor den einschneidendsten Veränderungen, die es seit Atatürk erlebt hatte. Und hier, am Ende des zweiten Teils, gibt es etwas, zu dem ich mich verpflichtet fühle. Ihr alle habt 3 Monate auf dieses Video gewartet und eine Gruppe von Künstlern unter euch hat beschlossen, mich zu kontaktieren und mir zu helfen, dieses Projekt schneller zu beenden. Winter Owl, Quadrat, Nomad, Umbrella Head und Philo. Ohne ihre Hilfe und Beiträge hättet ihr wahrscheinlich noch mindestens 2 oder sogar 3 Wochen warten müssen, bis dieses Video fertig geworden wäre. Ich bin ihnen sehr dankbar für ihre Hilfe. Quadrat ist ein polnischer Künstler und ich werde einen Link zu ihm in der Beschreibung hinterlassen. Soweit ich weiß, nimmt er auch Auftragsarbeiten an. Nomad ist ein italienischer Künstler und ich werde Links zu seinem Twitter, DeviantArt und YouTube in der Beschreibung hinterlassen. Ich glaube, er nimmt auch Auftragsarbeiten an. Und Umbrella Head hat mich gebeten, hier einen Link zu seinem Twitter zu hinterlassen. Vielen Dank, dass ihr mir bei der Fertigstellung dieses Videos geholfen habt. Ich hoffe, dass diejenigen unter euch, die Patron sind, nichts dagegen haben, aber ich werde einen Teil der Einnahmen dieses Videos an sie weitergeben. Ich sehe den Rest von euch, wenn Teil 3 dieser Serie endlich fertig ist.